Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anverein gespielt. Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste Letzt. Hopp. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anverein gespielt. Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Geht wieder bei Null los und
Da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Vor den nächsten Rennspring. Hopp. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen live vom Biberer Berg, wo der VfR Aalen gastieren wird. Der Tabellensiebte gegen den Tabellenzehnten. Der OFC empfängt also die Jungs von der Ostalb. Wir sehen im Bild eine Waldemar-Kleintribüne, die sich gerne noch etwas weiter füllen wird. Und neben mir ist ein Platz jetzt gerade noch frei. Da wird nachher der Kollege Marius Schnelker Platz nehmen. Aber ich glaube, ich sage jetzt nicht zu viel, wenn ich mal behaupte, jetzt nimmt eine OFC-Legende neben mir Platz. Und da sage ich hallo und herzlich willkommen im OFC-Fanradio und Kickers TV, Soa Türker. Gute. Gute, hallo, ein herzliches Hallo vor allem auch natürlich an unsere OFC-Fans und allen Zuhörern. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch extrem. Und Suat, hilf uns mal auf die Sprünge. Du bist wahrscheinlich oben bei Achim Enders, der Legendenlose, zu Gast. Kann das sein? Genau, der Achim hat mich heute eingeladen. Nochmal danke an Achim natürlich an dieser Stelle. Und war ja schon ein paar Mal auch hier, wenn die Zeit es zugelassen hat. Und heute hoffe ich, dass ich ein bisschen Glück mitbringe, dass wir auch die drei Punkte mal zu Hause lassen. Ja, ja, das wäre schön. Wenn ich es richtig im Kopf habe, du hast schon das ein oder andere Spiel in dieser Saison verfolgt. Kann das sein? Ein paar Spiele durfte ich schon verfolgen, genau. Und da haben wir auch meistens gewonnen, kann ich mich erinnern. Heimspiele laufen ja gut. Die Heimspiele liefen gut, genau. Wir waren ja immer nah dran, auch letzte Saison eben. Und diese Saison ist jetzt das erste Mal für mich, die neue Mannschaft zu sehen und auch zu sehen, die Philosophie von unserem neuen Trainer. Deshalb schaue ich mir das einfach mal interessiert an und mal schauen, ob wir auch die Ideen jetzt finden, um das Spiel zu gewinnen. Ja, du sprichst es schon an. Es ist, glaube ich, gerade eine Phase, wo wir uns alle noch mehr wünschen würden, ergebnistechnisch. Und wir alle wissen, und du ja sicherlich auch ganz besonders, in Offenbach auf dem Platz, wenn es nicht so läuft, wie du es dir wünschst, ist das gar nicht so leicht als Kickerspieler. Ja, sicherlich, natürlich. Der Druck ist immer da eigentlich, also unabhängig davon. Ich glaube, dass Kickers Offenbach natürlich immer das Ziel hat, auf dem ersten Platz zu sein, vor allem in der Regionalliga oder ganz weit oben zu stehen. Und wenn man dieses Ziel auch immer vorgibt und es auch lebt, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann Druck da ist, sollte es mal nicht klappen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft und die Spieler genug Qualität haben, aus dieser kleinen Negativserie rauszukommen. Der Trainer ist sehr erfahren, der wird schon wissen, wie es jetzt weitergehen soll und wird. Und ich glaube, mit den ersten ein, zwei Siegen in Folge wird dann das Selbstvertrauen auch wieder so groß sein, dass man wieder mit breiter Brust auch auswärts wieder punktet. Okay, von dem Optimismus lassen wir uns sehr gerne anstecken. Dann warten wir kurz. Dann gehe ich mal davon aus, Suat, dein Ergebnistipp heute wird auch ähnlich optimistisch sein wie deine Worte gerade eben. Ja, ich möchte natürlich die Mannschaft gewinnen sehen. Also ein Wunschergebnis würde ich mal sagen 3-0. Aber glücklich sind wir auch mit einem 1-0, ist ja klar. Absolut. Und so wie ich das jetzt raushöre, noch letzte Frage. Du sagst immer noch wir. Also du fühlst dich immer noch als OFC.
16. Natürlich, das ist ja klar. Also OFC ist mein Herzensverein. Ich komme zwar aus Baden-Württemberg und bin beim VfB Stuttgart groß geworden. Deshalb ist auch der VfB irgendwo in meinem Herzen natürlich. Aber bei Kickers Offenbach habe ich meine größte und schönste Zeit erlebt. Ich bin in diese Familie, durfte ich reinkommen, durfte ich vieles erleben und mitmachen und habe mich ja auch hier sesshaft gemacht. Deshalb wird OFC immer ein Teil von mir sein und auch meine Familie sein als in der Fußballwelt. Wunderbar, das sind wunderschöne Worte. Vielen lieben Dank, Suat. Und lass dir noch gesagt sein, als du gespielt hast, da war ich wirst du dich wahrscheinlich alt fühlen, da war ich ein ganz kleiner Knirps auf den Schultern von meinem Vater. Aber du warst einer meiner ersten großen Helden, deswegen danke, dass du da warst, Suat Türke. Ich habe mich auch sehr gefreut, danke für die Einladung. Und viel Spaß beim Spiel dir. Dankeschön. Und dann werden wir jetzt gleich nochmal auf die Aufstellungen gucken als allererstes. Und dann haben wir gleich noch eine OFC-Legende im Angebot. Aber da warten wir nochmal ganz kurz, weil wir müssen einmal kurz die Aufstellung durchgehen. Oder wisst ihr was? Nee, die Aufstellung gehe ich jetzt einfach durch mit einem absoluten Experten, mit dem Adi Dvorak, der hier jetzt neben mir Platz genommen hat. Gude und herzlich willkommen in Offenbach, Adi. Gude, servus. Schön mal wieder hier zu sein. Absolut, wir freuen uns auch sehr. Wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf den OFC. Er wird im Grunde genommen sehr ähnlich spielen wie jetzt das Auswärtsspiel in Nöttingen gegen Freiberg. Aber eine Veränderung wird es geben, kommen wir gleich drauf. Erstmal im Tor Maximilian Engel, dann drei Innenverteidiger mit Ronny Marcos, Sebastian Zielinski und Jason Breitenbach. Zwei Flügelverteidiger oder Schienenspieler, so werden sie, glaube ich, von unserem Coach auch gerne genannt. Dominik Wanner und Semir Šarić links und rechts außen. Dann ein Sechser mit Björn Jopek, zwei Achter Rafael Garcia und Christian Derflinger und zwei Stürmer Törles Knöll und Jakob Lemmer. Und Törles Knöll ist eben die angesprochene Veränderung im Gegensatz zum Spiel in Nöttingen. Da hatte Hermes gestartet, jetzt also Törles Knöll in der Startelf. So, Adi. Ja. Du warst, glaube ich, und das habe ich jetzt gerade eben schon zum Suat gesagt, so in der Zeit Spieler bei uns. Ja. Da war ich noch auf den Schultern von meinem Vater. Deswegen erstmal, ich weiß, dass das ein ganz fieser Satz ist, aber erstmal, dass ich hier jetzt nicht komplett in die Falle laufe. Mit dem Suat hast du, glaube ich, zusammengespielt, das war so die Zeit, ne? Ja, ich bin einige Jahre vom Suat hier an den Berg gekommen, 1999, und die Saison 2003, 2004 haben wir gemeinsam hier verbracht. Und wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht ganz täuscht, und jetzt zieh mir gern an den Ohren, aber war es nicht auch so die Truppe mit Bruno Akrapovic damals? Nur die letzte meiner Saisons, die ich hier erlebt habe. Begonnen hat es 99 nach dem Zweitliga-Aufstieg hier. Die Truppe um Olli Roth, nenne ich sie mal, Stefan Simon, Stefan Dolze, die Jungs, die Olli Späth, die möglicherweise hoffentlich noch ein Begriff sind hier am Berg. Das heißt, du hast ja dann auch die sehr turbulenten oder vor allem die sehr turbulente Saison im direkten Anschluss an den Abstieg aus der zweiten Liga miterlebt. Das war eine sehr wilde Zeit. Könntest du aus dem Stand noch sagen, wie viele Trainer ihr hattet in der Saison? Ich kann es sagen, dass ich in der Saison mehr Trainer hatte, als ich in all meinen anderen Jahren in meiner Karriere zusammen hatte. Das könnte ich mit Sicherheit behaupten, ja. Es war sehr, sehr spektakulär und sicherlich nicht ganz einfach, damals Fußball zu spielen. Es war eine ganz besondere Erfahrung als Fußballer, ja. Es ist wirklich alles passiert. Du wusstest teilweise gar nicht, wer ist denn morgen in der Kabine und trainiert dich. Am lustigsten, mit etwas Abstand, kann man es wirklich als spaßig empfinden. Aber er war eigentlich unser Ferientrainer, der Knut Hahn damals, ein super, super Kerl. Ich mag den Knut unfassbar gerne und hat es auch unfassbar gut gemacht. Aber er hatte nur zwei Wochen Zeit, weil er Schullehrer war und hat uns dann gerade mal in den Herbstferien trainiert. Also das war schon sehr besonders für Kickers Offenbach. Nichtsdestotrotz ist daraus auch etwas entstanden, das muss man schon sagen. Also in der Winterpause, dann als damals der Ramon das Ruder übernommen hat, der Ramon Berntroth, hat sich das, also dieses ganze Durcheinander im Vorfeld hat dazu geführt, dass wir als Truppe im Grunde so eng zusammenkamen, dass wirklich auch was gewachsen ist. Nicht ganz in dem Erfolg gemündet, den wir uns gewünscht hätten mit einem Wiederaufstieg. Der hat dann noch etwas gedauert, aber es war eine tolle Erfahrung und was manchmal auch aus Scheiße entstehen kann. Ja. Also. Aber ich sag mal, nach der Hinrunde damals, in der, ich glaube 2-1, 2-2 war es, wenn mich gerade nicht ganz täuscht, war der Klassenerhalt eigentlich nach der Hinrunde, muss man schon fast so hart sagen, ein Erfolg gewesen. Es war ja wirklich sehr turbulent und dann unter Ramon, das ist so meine Erinnerung, hat sich das alles deutlich stabilisiert. Hast du den Ramon schon getroffen? Der ist ja auch heute noch bei uns im Verein. Ich habe zumindest einmal
im Jahr mit dem Ramon Kontakt. Das ist, wenn ich ihn zu seinem Geburtstag im März anrufe. Das Gespräch findet jedes Jahr statt. Heute habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er heute da ist. Aber grundsätzlich ja. Also es gibt schon noch alte Verbindungen. Er hat nicht so viele, finde ich, so als Ex-Profi über die Jahre. Aber der Ramon gehört zu meinen wenigen, die ich im Grunde nie verloren habe. Ja, ich glaube, es ist auch eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit. Ich glaube, es gibt keinen, der so viele Geschichten über den Fußball erzählen kann. Zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet wäre er ganz weit vorne. Er hat ja wenig Ausreißer gehabt mit Lübeck und aber ansonsten war er eigentlich der Region immer sehr treu. Und da hat er sicherlich, ja, da hat er einiges in seinem Täschchen, was er rausholen könnte. Nehmen wir mal kurz aus der spektakulären, teils schönen, teils anstrengenden Vergangenheit raus. In die Gegenwart. Suat hat schon sehr optimistisch gesagt, er würde sich ein 3:0 wünschen. Was erwartest du heute auf dem Feld? Hast du mich jetzt gefragt, was ich mir wünsche oder was ich erwarte? Das sind in Offenbach immer zwei Paar Schuhe, ich weiß. Aber lass uns doch mal sagen, was wünschst du dir realistischerweise? Also wenn Wunsch und Realität sehr eng zusammenkommen, wünsche ich mir eigentlich nur 3 Punkte. Das Ergebnis wäre mir dann relativ egal. Hauptsache, es wird erstmal wieder gewonnen. Wunderbar, gut. Ich glaube, dem können wir uns vorbehaltlos anschließen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und vielen lieben Dank auch nochmal an Achim Enders. Ich glaube, du bist heute auch in der Legendenloge unterwegs. Ja, freue ich mich immer drauf. Und bin jetzt schon das dritte Mal da und versuche es immer wieder einzurichten. Ich trainiere noch einen kleinen Verein im Rheingau-Taunus-Kreis. Deswegen heißt, wir spielen immer sonntags mit meiner Truppe. Deswegen passt es immer nur, wenn es keine Sonntagsspiele sind. Aber wenn es dann funktioniert, bin ich total gerne da und bin auch sehr, sehr, sehr dankbar für diese Idee. Und vor allen Dingen, mit wie viel Herzblut er das umsetzt und im Engagement. Diese WhatsApp-Gruppe ist schon, alleine das ist schon, es lohnt sich schon einfach, es zu verfolgen. Es macht riesig Spaß. Dem können wir uns anschließen. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Und ja, einfach nochmal die Worte danach im Ende. Das ist wirklich total geile Sache, die du da auf die Beine stellst. Sau, sau wichtig und ich glaube auch einfach schön, so ein bisschen die Vergangenheit hier weiter aufleben zu lassen. Du möchtest noch was sagen, Adi? Ja, ich möchte dem Trainer des Gegners, den Tobias Kramer, nur sagen, es werden heute keine Geburtstagsgeschenke verteilt hier. Ne? Also, so ist es. Da können wir jetzt nämlich gleich, wenn wir beim Blick auf die Gegner kommen, drauf gucken. Ich würde sagen, wir gucken als allererst auf die Aufstellung der Aalner. Jetzt, da wir einen langen historischen Block hatten, jetzt zurück in die Gegenwart. Also Michel Witte im Tor, dann davor eine Viererkette aus Heckmann, Oderbas, Just und Volz. Und dann 2 Sechser und einen davon kennen wir. Da haben wir einmal Vico Mayen und eben Sascha Korb auf der 6. Links außen Jean Seitz, rechts außen Jonas Archalon. Auf der 10 Alessandro Abruccia und im Sturm Stefan Wächter. Das alles konnte ich euch so zusammenbauen, weil wir einen ganz, ganz klasse Kollegen zu Hause sitzen haben, der Jörg Grunau, der wirklich sensationell sich da immer hinhockt und ein bisschen uns die Recherchearbeit abnimmt. Vielen lieben Dank einmal mehr an Jörg Grunau. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass jetzt nach 2 absoluten OFC-Legenden der OFC-Pressesprecher neben uns sitzt, Marius Schnelker. Gute und willkommen in Kickers TV. Also ein absolutes Downgrade. Hallo, das war auch von meiner Seite. Schön, dass wir zu zweit heute auch mal wieder kommentieren können. Kaspar, das Duo ist also wieder zurück hier im Fanradio. Und wir haben noch ein paar Minuten und dann kann es hier auch losgehen auf dem Biberaberg gegen VfR Aalen. Wir sind sehr gespannt. Die Aufstellung hast du wahrscheinlich schon gut erklärt und durchgegeben. Können wir auch gerne nochmal machen. Können wir gerne nochmal machen. Und zwar Max Engel im Tor, kriegt also das Vertrauen von unserem Trainer. Dann davor die Dreierkette mit Ronny Marcos, Sebastian Jelinecki, unserem Kapitän, und Jason Breitenbach. Und ganz kurz, Jelinecki, da kam mir gerade jemand aus der Familie entgegen. Seine Frau, Annette Jelinecki, hat heute Geburtstag. Also alles Gute und Glückwünsche von der ganzen Familie und natürlich auch von uns, vom OFC und vom Fanradio. Davor dann machen wir weiter mit der Aufstellung mit Björn Jopik auf der Nummer 6. Dann Dominik Wanner über links, Semir Saric über rechts, davor Garcia und Derflinger. Und im Sturm gibt es eine Veränderung. Törles Knöll wird auflaufen von Anfang an, zusammen mit Lemmer, also ganz in der Spitze. So ist es. Und während wir das erzählen, für die, die sich das Bild dazu gekauft haben, können wir das hoffentlich gleich reinnehmen. Und zwar, die Aalener haben erstens einen gar nicht so schlechten Auswärtsblock mitgebracht. Da freuen wir uns immer, wenn ein paar Gästefans da sind. Und sie haben eine Choreo aufgestellt, treibt Leibesübungen im VfR.
Weiß ich nicht, ob das ein historisch relevanter Satz ist bei denen. Aber gut, und ein paar Fanche und eine kleine Blockfahne. Sehr schmucke, kleine Choreo. Ich sag immer, es wird ja manchmal despektierlich. Wobei, jetzt breche ich ab, denn ihr seht es im Bild, die ihr im Stream dabei seid. Die Mannschaften, sie laufen ein. Angeführt von Captain Jelinetski und Max Engel, die Offenbacher Kickers in Rot und die Aalner in Schwarz-Weiß. Oh, was eine Stimmung hier. Das macht einfach Bock, heute wieder zu kommentieren. Und zu Hause wollen wir natürlich unsere weiße Weste, es wurde auch in der PK gesagt, wahren, wollen wieder die drei Punkte einfahren. Das Ganze vor unserer heimischen Kulisse mit Auswärtsfans. Ich finde es auch immer cool, wenn sie dabei sind. Du hast eben schon angesprochen, ich schätze mal, ja, 100 Stück werden es sein aus Aalen. Wird also ein stimmungsvoller Auftritt heute. Hoffentlich natürlich mit gutem Ausgang für den OFC. Jetzt hören wir im Hintergrund nochmal Olaf Kruse, unseren Stadionsprecher mit der unverwechselbaren Stimme. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Mannschaft, auf den Gegner VfR Aalen mit einem sehr bekannten Gesicht. Über Sascha Korb hast du wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Wort verloren. Heute also die Rückkehr zum OFC, zum Biberer Berg. Hat ja schon öfter mit Kassel gegen uns gespielt. Jetzt also auch für den VfR Aalen. Freuen uns, ihn natürlich hier wieder zu begrüßen. Aber noch mehr freuen wir uns auf unser Team, auf heute von Beginn an Törles Knöll. Hoffentlich kann er wie in der Vorbereitung knipsen. Da haben wir ihn ja wirklich jedes Mal mit einem Tor gesehen. Das hoffen wir uns natürlich heute wieder, Kaspar. In den ersten 20 Minuten wird er das 1-0 machen. Und damit die Pläne von Gästetrainer Tobias Kramer gänzlich durchkreuzen. Er wünscht sich ja zum Geburtstag hier ein Erfolgserlebnis, hat auch direkt die Marschroute vorgegeben, hat gesagt, wir wollen hier möglichst lange die Null halten. Wir erwarten extrem defensive Aalner. Dann extrem defensive Aalner. Genau, das hat er nämlich in der PK gesagt. Und wir reden hier mal weiter, entschuldigen gerade für die Bildprobleme. Das versuchen wir hier gerade mit Hochleistung und schnell wieder zu klären. Hoffentlich kriegen wir das gleich wieder hin. Aber ja, in der Pressekonferenz hat er gesagt, sie wollen relativ lange die Null halten. Natürlich über 90 Minuten wollen sie die Null halten. Also eine defensive Aufstellung vom VfR Aalen. Dagegen müssen wir ankämpfen. Wir müssen die Lösungen vorne finden, ganz klar. Und die Stimmung hier im Stadion ist wirklich überragend. Vorfreude unter strahlendem Sonnenschein bei super Fußballtemperaturen. Es ist nicht zu heiß. Wir können uns also wieder auf das Spiel konzentrieren. Und jetzt wieder auch mit Bild. Ein Glück. Da ist uns kurz das Herz stehen geblieben. Wir vermuten, dass da einfach auf ein Knöpfchen gekommen ist, auf das man nicht hätte kommen sollen. Hui, jetzt sind wir wach, Marius. Aber der OFC, er wird anstoßen und von rechts nach links zuerst aufs Offenbacher Tor spielen. Und dann geht es jetzt los. Der OFC ist am Ball mit der eigenen Dreierkette. Wie immer der Hinweis, wir werden es auch im Radiomodus kommentieren. Für all diejenigen, für die vielen, vielen Jungs und Mädels, die da im Radiostream uns zuhören. Und der OFC kommt direkt über die linke Außenbahn mit Törles Knöll, der da Richtung Grundlinie geschickt wurde. Jetzt im Zusammenspiel mit Dominik Wanner wird dann aber erstmal gestellt von gleich zwei Aalen. Dann hat er aber geschickt gemacht, auf Wanner durchgesteckt. Schönes Kombinationsspiel. Und dann war Wanner aber wohl im Abseits. Ja, leider war da eine Fußspitze bzw. eine Hackenspitze diesmal im Abseits. Gut gesehen, vom Schiedsrichter gespannt. Ganz okay, das Ganze in der ersten Minute. Und wir haben das Bild wieder und wir können noch mal ganz kurz sagen, in der Pressekonferenz, was Tobias Kramer da alles gesagt hat. Wie gesagt, die 90 Minuten wollen sie die Null halten, deswegen defensiv aufspielen. OFC aber im Pressing, jetzt mit Lämmer da vorne wird angeschossen, deswegen Einwurf wird es geben für VfR Aalen. Deswegen können wir den Gedankengang noch mal kurz ausführen. Erwarten eine defensiv stehende Mannschaft vom VfR Aalen. Und er hat auch gesagt, ja, er will versuchen, die Fans so ein bisschen auch ungeduldig zu machen. Das heißt, das Spiel so ein bisschen zu killen, dass die Fans ungeduldig werden und das dann für sich zu nutzen. Ich hoffe, das passiert natürlich nicht. Ich hoffe, die Fans werden hier 90 Minuten unsere Mannschaft nach vorne peitschen, während Ronny Marcos in unserer hintersten Linie den Ball zu Jelinetski schiebt und dann nochmal. Seine Frau hat heute Geburtstag, deswegen alles Gute von der ganzen Familie und natürlich auch von der OFC-Familie. Und die OFC-Familie fordert jetzt gerade ganz, ganz leicht das erste Mal Handspiel. Aber da war der Innenverteidiger Ali Odabas, der Aalner, wahrscheinlich eher mit der Brust am Ball. Da gibt es auch keine lauteren Proteste. Abschlag jetzt vom Tor von Michael Witte. Und die Aalner jetzt in der Offenbacher Hälfte. Jetzt kommen sie über den linken Raum, jetzt auf die linke Außenbahn gesteckt. Jetzt über den linken Flügel wird es gehen. Jetzt kommt die Flanke hinein in den Strafraum auf den ersten Pfostenfall. Rückzieherversuch erstmal abgeblockt. Garcia klärt dann erstmal mit Šarić zusammen und Jason Breitenbach. Aber nicht so weit rausgeklärt. Und so Alessandro Abruscia, vor dem warne ich immer sehr fleißig, wenn es gegen die Aalner geht, weil das ein ganz feiner Fußballer ist. Und da ist er jetzt auf der rechten Außenbahn am Ball. Jetzt wird er den Ball wahrscheinlich gleich hinein. Flanke in den Strafraum. Flach, der erste Abschluss von der Fünferkante, beziehungsweise von der Fünferlinie aus. Kommt er da zum Schuss.
los und der Ball geht mehrere Meter übers Tor. Zum Glück war das ein schwacher Abschluss, aber das war die erste richtig gefährliche Situation für den OFC. Alessandro Abruscia bringt den Ball flach in die Mitte rein und ich glaube, es war Stefan Wächter, der sich dann gut von seinem Gegenspieler löst. Und ja, das hat Jason Breitenbach einfach nicht mitbekommen, dass sich der Wächter da freigelaufen hat. Und so war es die erste gute Chance für die Aalener. Ja, vor allem war das einfach ein bisschen zu viel Platz da auch für Abruscia auf der rechten Seite. Konnte sich den Ball zurechtlegen, um dann scharf reinzugeben. Naja, erste Chance überstanden. Wachmacher auf jeden Fall. Jeniecki jetzt am Ball zu Björn Jopek im Zentrum. Der geht nochmal rechts raus zu Jason Breitenbach und nimmt Čarić mit auf der rechten Seite. Haben nochmal mit ihm gesprochen. Čarić wieder ausgesprochen. Derflinger jetzt in der halben Verbindung. Schöner Steilpass zu Tönnes Knöll. An der Grundlinie immer noch Tönnes Knöll. Hat den Ball auf dem rechten Fuß. Flankt jetzt hinein auf den langen Pfosten. Kommt aber nicht an. Also, erste gute Möglichkeit auch für den OFC. Wann er dann im Endeffekt am Ball und der Ball landet im Seitenaus, gibt den Einwurf für VfR Aalen. Erste gute Situation für den OFC. Tönnes Knöll, der die Kugel nicht ganz perfekt verarbeiten kann an der Grundlinie, aber Annäherung ans gegnerische Tor. Definitiv. Das hat schon mal richtig gut ausgesehen von hinten raus. Schön nach vorne gespielt. Guter Antritt, gute Spielinitiierung von Semir Čarić. Und Tönnes Knöll, wie Marius gerade eben gesagt hat, leider nicht mit dem Vortönen von der Grundlinie aus. Einwurf jetzt aus der Rechtsverteidigerposition der Aalner. Das wird dann wahrscheinlich Leon Volz sein, der jetzt einwirft und über Björn Jopek hinweg den Ball wirft. Aber die Kugel ist dann letzten Endes bei Sebastian Jeliecki gelandet, der dann ganz zurück zu Maximilian Engel spielt. Der Schlussmann, von dem Alexander Schmidt gesagt hat, er hat jetzt erstmal das Vertrauen und darf sich zeigen heute also auch auf dem Biberer Berg. Der OFC erbaut das Spiel auf mit Jason Breitenbach und wieder über Semir Čarić, der Rechtsverteidiger, der schon wieder die nächste gute Aktion hier setzt und Derflinger anspielt. Der mit dem Antritt auf die rechte Außenbahn wird dann gefoult und es wird von der rechten Außenbahn einen Freistoß geben, einen Flankenball in die Box hinein. Ja, war wohl ein ganz klassisches Foul, einfach ein Gehfehler, gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Das Ganze, ja, 2-3 Meter entfernt von der Seitenlinie, rechte Position. Rafa Garcia und Christian Derflinger stehen bereit, um diesen Freistoß jetzt hier auszuführen. Und Kasper, ich werde es mal versuchen. Christian Derflinger, also mit 2-3 Schritten Anlauf. Da vorne tummelt es sich schon auf der Strafraumgrenze. Derflinger, jetzt hebt er den rechten Arm, läuft an. Jetzt kommt der Freistoß rein auf den kurzen Pfosten, verlängert. Und da ist das Tor! Sebastian Jeliecki, aber die Fahne geht hoch. Leider geht die Fahne hoch. Deswegen Abseitsposition. Schade, schade. Super Freistoßvariante. Und dann ist Jeliecki als letztes am Ball. Und der Ball landet auch im Tor. Aber die Fahne geht schnell hoch. Abseitsposition. Das müssen wir uns nochmal angucken. Ja, da ärgert er sich mit grinsendem Gesicht ein wenig. Hätte natürlich gerne seiner Frau einen Treffer zum Geburtstag geschenkt. Ich glaube, den hätte er ihr garantiert gewidmet, den Treffer. Kopfballverlängerung. Und was sagt dein Adlerauge? War es abseits? Ja, war schon abseits. Bei der Verlängerung steht er einfach einen halben Schritt drin. Ja, ja, gut gesehen, vom Schiedsrichter gespannt. Natürlich aus roter Brille schlecht gesehen, aber wir müssen zugestehen, es war schon eine Abseitsposition. So, OFC mit dem langen Ball nach vorne. Ja, es geht über einige Stationen ins Zentrum. Jascha Korb und der Ball gerät nach vorne in die Spitze bei Aalen. Immer noch im Zentrum, jetzt rechts rausgelegt. Dann machen wir Nummer 7 im 1 gegen 1 mit Ronny Marcos. Immer noch spitzer Winkel und da ist das 1:0. Da ist das 0:1. Aalen führt hier in der 6. Spielminute. Macht das super auf der rechten Seite und schiebt ins lange Eck. Mein Mann. Sean Seitz, typierter Ronny Marcos, marschiert ja über recht durch. Meint er jetzt auch nochmal den großen Mann markieren zu müssen vor den Kickers-Fans. Könnt ihr euch denken, mit welcher Reaktion das hier quittiert wird. Und das ist natürlich ein richtiger Schlag in die Magengrube für uns alle, dass du hier... Die gelbe Karte wird jetzt hier für Sean Seitz gefordert. Aber er wird wahrscheinlich, so wie ich Schiedsrichter gegenüber Kickers Offenbach kenne, mit der Verwarnung davonkommen. Es ist eigentlich regeltechnisch eine klare gelbe Karte. Aber gut, das ist jetzt ärgerlich. Sean Seitz, 6. Minute, 0:1. Jetzt müssen wir die Reaktion zeigen. Jetzt müssen wir cool bleiben und dieses Spiel umbiegen. Eigentlich waren wir gut gestartet. Die Aalner hatten zwar auch eine gute Chance, aber der OFC schon deren 2 gerade eben eigentlich auch ein Tor gemacht. Wir haben es aber noch gesehen. Zu Recht wegen Abseits zurückgepfiffen worden, der Freistoß. Und im direktesten Gegenzug
kassiert der OFC hier das 0:1. Aber vielleicht, Stichwort Gegenzug, gelingt das ja auch jetzt. Denn schön durchgesteckt auf die linke Außenbahn zu Dominik, wann er den Ball in die Mitte reinbringt. Da rutscht er durch den Fünferraum durch. Das gibt's doch nicht. Sowohl an Knöll als auch an Šarić vorbei die Kugel. Ei, das ist ärgerlich. Aber der OFC bleibt am Drücker und holt jetzt zumindest die Ecke raus. Das ist die Antwort, die das Publikum sehen wollte. Beste Chance hier. Und ganz, ganz knapp rollt die Kugel da durch den Strafraum am Fuß von Semir Šarić vorbei. Im Nachsetzen holt der OFC dann einen Eckball raus. Den wird jetzt Rafael Garcia hineinbringen. Und was für eine Anfangsphase hier auf dem Biberer Berg. Das ist wirklich Powerfußball nach vorne. Rafa Garcia, jetzt steht er bereit an der Ecke, bringt die Flanke rein in Richtung Zieniecki. Nicht verlängert, erstmal geklärt aus der Gefahrenzone. Und Achtung, Sascha Korb kommt aber nicht dran. Da ist Christian Derflinger, holt sich die Kugel zusammen mit Björn Jopek auf der linken Seite. Geht vorbei am Gegenspieler, immer noch Jopek. Ja, wird jetzt umringt von drei, nimmt Derflinger nochmal mit, geht bis zur Grundlinie. Jetzt könnte er flanken, Derflinger mit der Flanke auf den kurzen Pfosten. Aber geklärt und es wird wohl Eckball geben für den OFC. Ja, die zweite Ecke jetzt hier in dieser innerhalb von einer Minute. Und ihr hört es, das Publikum, es merkt, wir liegen hier mit 0:1 hinten, aber die Mannschaft ist in der Lage, hier eine Antwort drauf zu finden. Das haben die ersten Minuten nach diesem Rückstand, die ersten zwei schon gezeigt. Der OFC erarbeitet eine direkte Antwort. Flanke kommt jetzt hinein in den Strafraum, auf den ersten Pfosten, an den Pfosten! Klatscht dann der Kopfball von Jason Breitenbach. Beste Chance jetzt hier für den OFC. Aber der OFC bleibt am Drücker. Rafael Garcia fordert da einen Freistoß. Wird da für meine Begriffe eigentlich auch gefoult. Und Törles Knöll nochmal im Gegenpressing. Der Ball geht jetzt aber ins Seitenaus. Also der Eckball und dann ist es, glaube ich, tatsächlich Jason Breitenbach, der da reinspringt in die Kugel und dann klatscht es am linken Pfosten vom Tor von Michael Witte. Das hätte der Ausgleich sein können. Ja, Jason Breitenbach testet hier zum ersten Mal das Aluminium. Leider nur das Aluminium. Zweimal großes Pech jetzt vor dem Tor für den OFC. Also das ist wirklich eine turbulente Anfangsphase. Noch nicht mal 10 Minuten gespielt und wir haben schon 4 Großchancen gesehen. Ein Tor leider auf Seiten der Aalner, ein Abseitstor auf Seiten der Kickers und 2 große Chancen für den OFC. Weiterhin steht es leider 0:1 aus Sicht unserer rot-weißen Spieler. Es gibt Einwurf jetzt auf der rechten Seite für VfR Aalen. Das Ganze vor ihrer eigenen Trainerbank, vor den Augen von Tobias Kramer, dem Trainer des VfR. Volz ist das, der da bereit steht zum Einwurf. Geht jetzt noch ein paar Schritte nach vorne. Das sind locker 5 bis 10 Meter, die er da nach vorne gelaufen ist. Jetzt wirft er erst ein. Und der Ball landet im Seitenaus. Einwurf OFC. Ja, Kaspar, da hätten wir das Spielglück mal gebrauchen können. Absolut. Es ist einfach aktuell nicht auf unserer Seite. Klar, die Aalner hatten schon zuvor eine Torchance. Es ist jetzt nicht gänzlich unverdient. Aber aktuell würde ich sagen, der OFC hat mehr vom Spiel. Und trotzdem liegen wir 0:1 hinten. Das ist die bittere Realität, die wir aktuell erleben. Die Mannschaft muss sich da eben aber rausarbeiten. Hat ja jetzt noch über 80 Minuten darauf zu reagieren. So ist es. Und schon gute Chancen sich erarbeitet. VfR Aalen jetzt aber erstmal im Ballbesitz, verlieren ihn aber im Zentrum an. Christian Derflinger, der mit dem Fehlpass. Aalen holt sich den Ball zurück, legt den Ball jetzt links raus. Da ist aber Šarić schneller als Sascha Korb im Zweikampf. Immer noch Šarić, dann der Sieger an der Seitenlinie. Muss die Kugel jetzt irgendwie behaupten und nimmt Björn Jopek im Zentrum mit. Der kriegt jetzt Druck von der Nummer 34, wird gefoult. Nummer 34. Der Aalener, das ist übrigens Stefan Wächter. Freistoß gibt es hier zurecht für den OFC in der eigenen Hälfte und Jason Breitenbach führt ihn aus, der gerade noch am Pfosten gescheitert ist. Mann, 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 war das knapp, wir haben ihn nochmal in groß. Also, wir müssen weiter drehen und dran arbeiten, dass wir hier dieses Tor erzwingen, das große Tor erzwingen. Rafael Garcia zusammen mit Dominik Wanner auf der linken Seite. Leider springt ihm da der Ball etwas zu weit weg und er landet im Seitenaus. Wieder mal Einwurf für VfR Aalen vor den Augen unseres Coaches. Vollen Augen von Alex Schmidt. Wieder ist es Volz, der sich hier einige Meter noch gönnt. Jetzt einwirft und dann den Ball nach vorne knallt. Und wieder landet er im Seitenaus. Einwurf OFC. Ronny Marcos schnappt sich da dann jetzt die Kugel und wird gleich einwerfen. Sonnenstrahlen und Gewitterwolken auf dem Biberer Berg. Das ist das Panorama, wenn man über die Waldemar-Kleintribüne hinweg guckt. Und ehrlich gesagt, es ist auch das, was wir auf dem Platz sehen. Wir sehen Licht und Schatten. Schatten auf der Ergebnistafel, das ist der schwerstwiegende Schatten. 0:1 liegt der OFC nach einem Treffer von Sean Seitz in der 6. Minute hinten. Licht sehen wir dahingehend, dass der OFC jetzt schon einige gute Torchancen sich erspielt hat und hier sich auch anschickt, guten Fußball zu präsentieren. Und wenn der OFC diese Leistung jetzt über die 90 Minuten hinweg trägt, dann werden wir hier definitiv für den Ausgleich sorgen. Klasse Ballannahme von Dominik Wanner nach der Spieleröffnung von Maxi Engel. Und dann ist aber der Folgepass von Wanner beim
Gegenspieler Sascha Korb schaltet jetzt für Aalen um mit Alessandro Abruscher. Und jetzt geht's über rechts, über Volz und Sean Seitz, den Torschützen. Er ist über rechten Außenmann unterwegs, lang gemalt, ihn mit rein auf den zweiten Pfosten. Und da ist Jonas Arcalean, der da die Flanke von Sean Seitz, von seinem Flügelpartner, noch erreicht, aber eben nicht mehr aufs Tor bringen kann. Trotzdem, das macht mir große Sorgen. Diese beiden Flügelspieler, die haben viel zu viel Räume. Ja, und sie bringen auch sehr scharfe und gute Flanken rein. Björn Jopek jetzt mit dem Ball nach vorne, sucht da Wanner. Der kommt auch noch an den Ball, köpft ihn jetzt irgendwie wieder in die Mitte. Lemmer geht nochmal drauf, aber Aalen macht es dann mit einer Kerze in die Luft, indem sie das mal klären. Tolles Knöll mit dem Körpereinsatz. Ist aus meinen Augen kein Foul. Ist wirklich ganz normaler Körpereinsatz. Er geht da zu Boden. Ja. Stürmerfoul wird's gepfiffen. Es tut mir leid, der Sportskamerad, ich glaube, es ist Vico Main. Der ist 1,86 groß. Das ist ein richtiger Klotz. Wenn der da in so einem Zweikampf gegen Törles Knöll zu Boden geht, dann hat der Kollege Main was falsch gemacht und nicht der Sportskamerad Knöll. Ganz einfach. Das ist für mich eine sehr klare Fehlentscheidung. Sehr ärgerlich. Wir hätten da den Ball erobern können. So gibt es Freistoß für den Torhüter Michel Witte, der jetzt weit nach vorne schlägt Richtung Abruscher, der natürlich erstmal das Kopfballduell gegen Jelinecki verliert. Die Aalener haben die dritte Kugel dann aber eingesammelt und spielen jetzt wieder offensiv nach vorne. Mit Abruscher und mit Main jetzt über die rechte Außenbahn. Volz und seit seinem Zusammenspiel. Jopek klaut die Kugel aber gut zurück und kriegt den Freistoß jetzt zugesprochen. Wird gefoult, geht zu Boden und da muss er den Freistoß aber nochmal ausführen, denn die Kugel lag noch nicht richtig. Naja, alles gut. Jetzt hat er den Ball also nochmal am Fuß und spielt ihn zu Sebastian Jelinecki, der rechts rüber zu Jason Breitenbach. Und rechts raus zu Semir Šarić mit dem Pass in die Spitze. Jakob Lemmer bietet einen sehr guten Lauf an. Nimmt die Kugel jetzt auch mit der Hacke. Jetzt kommt die Flanke rein, abgefälscht in Richtung Tönnes Knöll. Aber dann ist es der gegnerische Torwart Michel Witte, der die Kugel dann doch aufnehmen kann. Rasselt dann noch mit seinem eigenen Mitspieler zusammen. Und geht zu Boden, hat aber den Ball dann sicher in seinen Händen. Schlägt jetzt aber auf die rechte Seite zum Torschützen, zum Sean Seitz. Geht aber ins Seitenaus. Cool gemacht von Ronny Marcos. Es gibt also Ballbesitz OFC. Dominik Wanner wird das ausführen. Diesen Einwurf auf der linken Seite zurückgespielt zu Ronny Marcos. Ja, schirmt sich jetzt ab gegen zwei Spieler. Und im Fallen dann der Pass zu Dominik Wanner. Oh, der Pass in die Mitte landet aber bei Sascha Korb. Der hat jetzt die Ruhe und spielt erstmal zurück in die Aalener Defensive. Kickers läuft gut an, aber das gibt Räume im Zentrum für Sascha Korb. Guter Diagonalball auf die linke Seite. Achtung jetzt, Jason Breitenbach im 1 gegen 1. Immer noch Aalen am Ball, schon im gegnerischen Strafraum. Jetzt kommen sie mit dem Schuss, abgefälscht von Breitenbach. Und es wird die erste Ecke geben für VfR Aalen in diesem Spiel. Die Flügelspieler der Aalener, sie haben absolute Narrenfreiheit aktuell. Das geht jetzt noch 10 Minuten gut und dann steht es 2-0. Also da müssen wir ganz dringend drauf reagieren. Der Eckball präsentiert von unserem starken und tollen Partner von PD Protect. Da wird Alessandro Abruscher sich drum kümmern. Mr. Standard, der Zehner bei Aalen, auch schon seit mehreren Jahren dort. 32 Jahre alt, Drittliga erfahren mit 1860 München. 35 Mal hat er dritte Liga gespielt. Jetzt bringt er den Ball hinein auf den ersten Pfosten. Erstmal nicht wirklich rausgeköpft. Nein, es wird die nächste Ecke geben. Und auch diese Ecke natürlich präsentiert von PD Protect. Alessandro Abruscher kann da direkt stehen bleiben. Der Mann, der da auch die Kapitänsbinde trägt für die Aalen, hat die Ecke jetzt diesmal kurz ausgeführt und bekommt die Kugel jetzt auch wieder und würde ihn jetzt in den Strafraum hinein chippen auf den zweiten Pfosten. Semir Šarić köpft erstmal raus. Sascha Korb aus der Distanz haut da drauf. Im Strafraum ist jetzt Gewühl und dann ist die Fahne oben. Stand wohl ein Aalener im Abseits. Und dann wird es Freistoß OFC am eigenen Strafraum geben. 15 Minuten gespielt, der OFC offensiv gefällig, hinten gefährlich. So kann man es zusammenfassen. Ja, hinten gab es jetzt doch ein, zwei Mal so die Lücken. Schöner Diagonalball, aber jetzt zu Dominik Wanner, der wird gefoult. Und das könnte schon die erste gelbe Karte dieses Spiels geben. Ja, finde ich eigentlich schon. Die Grätsche war wirklich gefährlich, aber es gibt wieder nur die ermahnenden Worte. Ist ja auch ein Aalener, natürlich bekommt er keine gelbe Karte. Also, ja, für mich eigentlich relativ indiskutabel, dass da eine gelbe Karte geben sollte. Sieht der Schiedsrichter anders? Mein Gott, ich habe natürlich auch die rot-weiße Brille auf. So mag es dann eben sein. Rafael Garcia wird den Freistoß für den OFC hineinbringen von der linken Außenbahn. Jetzt hebt er den Hand zum Tor hin, hineingetreten. Kopfball erstmal raus seitens der Aalener. Und die versuchen jetzt ins Umschaltspiel zu gehen. Der Ball wird aber ins Seitenaus trudeln. Nein, Ronny Marcos nimmt ihn sich vorher auf und spielt dann zurück zu Maxi Engel.
Und natürlich auch liebe Grüße an alle, die uns hier im Stream zuschauen, die es mit der Gastmannschaft, mit den Aalen anhalten. Wir sind zwei Kickers-Nasen durch und durch, der Marius und ich, seht es uns nach. Wir haben, so wie ihr die schwarz-weiße Brille auf habt, haben wir die rot-weiße Brille auf. Und fiebern natürlich mit unserem OFC, der jetzt den Ball in die Spitze spielt, Richtung Jakob Lemmer. Das hat Garcia zustande gebracht, aber Jakob Lemmer kommt da nicht an die Kugel dahin, wird abgelaufen. Und die Kugel, sie flippert jetzt so ein bisschen hin und her, ungeklärte Ballbesitzverhältnisse aktuell. Hin und her geht es, der nächste Befreiungsschlag der Aalener, jetzt in die Kette der Offenbacher. Ronny Marcos köpft dann wieder zurück zu den Aalenern, die jetzt aber ein bisschen Raum vor sich haben und den OFC schon in die eigene Hälfte zurückdrängen. Jelinecki mit dem guten Zweikampf hat er stark gemacht. Und jetzt könnte der OFC schnell umschalten über die rechte Außenbahn. Der Ball, er springt einmal ungünstig auf für Jakob Lemmer. Und dann ist die Kugel wieder fort. Das haben wir vielleicht ein bisschen einfach uns den Ball jetzt hergeschenkt. Ja, das war natürlich eine gute Idee, da vorne in die Spitze zu schicken, auf schnellem Weg, auf direktem Weg zu unserem schnellen Jakob Lemmer. Dann aber leider nicht weit genug gespielt, dieser Ball, beziehungsweise er ist auch mit Rückdrall dann aufgedoppt, deswegen in den Rücken von Jakob Lemmer konnte er nicht verarbeiten, aber der OFC holt sich die Kugel schon wieder zurück mit Dominik Wanner, das macht er schlau, spürt da seinen Gegenspieler im Nacken, macht das dann mit dem Kopf und geht immer weiter nach vorne, jetzt der Ball in die Spitze zu Tönnes Knöll, nimmt die Kugel an, könnte fallen eigentlich, aber es war schon wieder abseits die Position von Tönnes Knöll. Naja, ich weiß es ja nicht, wir schauen in die Wiederholung nicht rein, nein, schauen wir nicht. Hat leider nicht geklappt, das Replay einzufangen. Meine rot-weiße Brille sagt mir, das war natürlich kein Abseits. Ich bin da durchaus diskussionsbereit. Wenn ich die rot-weiße Brille abziehe, kann ich aber gerade nicht. Für mich ja, ärgerlich, dass wir das jetzt zurückgepfiffen bekommen haben. Freistoß vom ganz in rosa oder pink spielenden Torhüter Michel Witte, der den Ball jetzt schon abgeschlagen hat. Und der OFC, er holt ihn sich fast zurück. Sascha Korb hatte was dagegen. Und ja, es gibt viele Schläge hin und her, immer wieder viele Kopfballduelle. Und jetzt hat der OFC den Ball am Fuß. Björn Jopek, der aber direkt den Ball in die Spitze versucht. Da ist aber nur Ali Oderbas, der Innenverteidiger, der Aalener, der erstmal zurückspielt zu seinem Schlussmann. So ist es zu Witte, der die Kugel wieder ganz weit nach vorne schlägt in Richtung Mann mit der Nummer 9. Da gucke ich gerade nochmal nach. Arzalin, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Björn Jopek gerät schon mal dazwischen, holt dem OFC den Ball zurück. Max Engel links raus zu Ronny Marcos. Und mir gefällt schon die Körperlichkeit dieses Spiels, auch vom OFC. Sie nehmen wirklich die Zweikämpfe an. Holen sich die Kugeln auch sehr schnell wieder zurück, haben sich große Chancen erarbeitet, eben wenn überhaupt sehr knappe Absetzposition von Tölles Knöll, der übrigens dann auch im Zweikampf mit dem Torwart eventuell sogar zu Boden hätte gehen können. Ich weiß nicht, ob es eine Berührung gab, aber es hätte eh keinen Elfmeter gegeben. Nach einem Mordversuch, Marius. So ist es. Čarić jetzt mit dem Einwurf zurück zu Jason Breitenbach, der legt ihn rüber zu Ronny Marcos. Unsere Spieler strukturieren sich da vorne in einer sehr offensiven Position. Langer Ball in Richtung Jakob Lemmer wird einfach nur abgeblockt und er landet in den Armen von Michel Witte. VfR Aalen somit wieder im Ballbesitz. Und so sind die ersten 20 Minuten hier vergangen. VfR Aalen führt durch das Tor von Sean Seitz mit 1:0 seit der, ich glaube, 6. Spielminute oder 7. Rafa Garcia jetzt in Richtung Dominik Wanner verliert den Ball. Björn Jopek holt ihn sich aber wieder zurück. Wird dann gefoult und es gibt Freistoß OFC. Björn Jopek ist die Hälfte der Zeit auf dem Boden, weil er immer gefällt wird. Aber holt jetzt hier immer wieder gut die Freistöße für die Kickers raus. Jason Breitenbach treibt die Kugel mal voran, legt ihn vorbei und Achtung, Aalen mit viel Platz auf der linken Seite. Sascha Korb mit großen Schritten in Richtung unseres Tores. Jetzt nochmal der Pass zu Sean Seitz, hat Platz zum Schießen, aber Garcia kommt und reinigt die Situation ganz stark von ihm. Dominik Wanner muss nochmal abdrehen und macht es dann ruhig. Mit Ronny Marcos. Super Defensivarbeit hier von Rafa Garcia, der dann richtig steht und Sean Seitz den Ball abluchst. Dominik Wanner auf der linken Seite zurückgespielt zu Ronny Marcos. Und jetzt kursiert die Kugel erstmal in unserer letzten Kette. Jason Breitenbach zu Sebastian Jelinecki, zu Björn Jopek, der rechts raus zu Semir Šarić. Komm! Irgendwas muss jetzt kreiert werden. Šarić im 1 gegen 1 macht das gut. Dann zusammen mit Derfflinger. Wird abgeblockt, immer noch Derfflinger. Jetzt kommt die Flanke rein in Richtung Jakob Lemmer. Fahne bleibt erstmal unten. Abpraller landet nochmal bei Jakob Lemmer. Fahne bleibt wieder unten. Aber die Reingabe zu Šarić kommt nicht an. Schade. Und Aalen hat wieder Platz zum Kontern. Aber ein paar zu wenig Mannen dafür. Deswegen müssen sie auch nochmal abdrehen. Abruscha macht das dann gut. Und schiebt die Kugel zurück in ihre letzte Kette. Ja, OFC arbeitet dran an dem Ausgleich. Aalen aber im Ballbesitz. Törles Knöll geht vorne drauf und Aalen mit dem weiten Ball landet im Nichts. Maxi Engel und Sebastian Jelinecki machen das dann zusammen.
mit Ronny Marcos. Wieder zurück zu Max Engel. Der nimmt Björn Jopek mit. Achtung, gefährlicher Pass. Aber Ronny Marcos ist da. Abseitsposition doch nicht. Ist ein Foulspiel gepfiffen von Jopek, der da reingrätscht und eigentlich schon den Ball stiehlt. Wir schauen nochmal in die Wiederholung. Danke hier fürs Einfangen. Max Engel also mit dem Pass zu Jopek. Ja, beide grätschen Richtung Ball. Jopek berührt dann seinen Gegenspieler. Deswegen gibt es jetzt den Freistoß aus dem rechten Halbfeld für VfR Aalen. Naja, er zieht das Bein zurück, nimmt keine Verletzung des Gegenspielers in Kauf, bringt ihn nicht zu Fall. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da jetzt großartig ahndet. Er zieht das Bein zurück, verletzt seinen Gegenspieler nicht, der Gegenspieler kommt nicht durch ihn zu Fall. Wofür gibt es da jetzt eine Karte? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Oh, ärgerlich. Alessandro Abruscia, Freistoß, halbrechte Außenbahn. Direkt vor der Bank seines Trainers Tobias Kramer. Hat ja ein körperliches Spiel prophezeit oder angekündigt, hat gesagt, hohe Körperlichkeit, aber auch Spaß braucht man, um auf dem Biberer Berg zu bestehen. Bis hierhin, leider aus unserer Sicht, schaffen sie das sehr, sehr gut. Jetzt der Freistoß, Alessandro Abruscia, jetzt bringt er ihn vom Tor weg, hinein in den Strafraum. Breitenbach klärt er erstmal raus, aber im Rückraum wartet Sascha Korb, der ihn jetzt nochmal reinbringen wird in den Strafraum. Chipball Richtung Außenbahn, erstmal gut angenommen, Ball an der Grundlinie, jetzt nochmal zurückgespielt. Jelinecki kretscht da rein und Jopek klärt ins Seitenhaus. Gute Rettungsaktion der beiden Defensivakteure Jopek und Jelinecki. Trotzdem Einwurf Aalen. Ja, die Aalener, die beißen sich da vorne jetzt so ein bisschen fest. Volz auf der rechten Seite mit dem wiederholten Einwurf. Also kurz ausgeführt, ja. Und dann ist es aber ein Einwurf für den OFC. So muss es entschieden werden und so ist es auch. Tief in der eigenen Hälfte. Dominik Wanner übernimmt für Ronny Marcos, hier haben wir ihn in groß. Domi Wanner, der Doppeltorschütze beim letzten Heimspiel gegen FSV Frankfurt. Zurückgeworfen zu Ronny Marcos, der dann nach vorne. Und Lemmer holt sich die Kugel auf der linken Außenbahn. Immer noch Lemmer, macht das dann gut an seinem Gegenspieler vorbei. Ist jetzt alleine gegen zwei, hat aber die Übersicht auf den rechts durchgestarteten Rafa Garcia. Etwas zu weit gespielt, aber Garcia legt nochmal zurück zu Šarić. Der gegen zwei, tolles Köln mit dem Rücken zum Tor. Nochmal Hacke, Šarić, gut gehalten. Nochmal Šarić, immer noch OFC am Ball. Legt nochmal zurück zu Jakob Lemmer in den Rückraum. Dominik Wanner hat die Kugel, aber kann sie nicht ganz annehmen. Großchance OFC, aber wieder können sie es nicht in ein Tor ummünzen. Schade, schade, da war es dann etwas zu eng für die Stürmer. Mal da vorne. Aber der OFC holt sich dann schon wieder den Ball zurück. Maximilian Engel und sie starten das Ganze nochmal von hinten. Mann, das ist eine Triple-Doppel-Halbchance. Ich weiß gar nicht, wie ich es betiteln will. Aber der Torhüter kommt dann auch gut raus gegen Šarić. Deswegen steht sie weiterhin 0-0-1. Eine maximale Minimalchance, die kleiner geworden ist und größer war. Aber leider nicht zum Ausgleich geführt hat. Also Riesenspielzug vom OFC. Ganz, 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 ganz ansehnlich gespielt. Super Aktion auf links außen von Jakob Lemmer, der das Spiel auf rechts verlagert. Dann der Ball nochmal in Rückraum gespielt auf Šarić. Die machen eigentlich alles richtig, spielen sich super aus. Šarić dann mit der Abschlusschance und scheitert dann an Witte. Aber der OFC, er kommt wieder über die rechte Außenbahn. Wieder der umtriebige Jakob Lemmer, der sich da versucht durchzusetzen. Eher körperlich als technisch und er kriegt zumindest den Einwurf, den er da rausholt. Szenenapplaus von der Waldemar Kleintribüne. Und jetzt wird es den Einwurf geben. Rafael Garcia auf der rechten Außenbahn schon von der Höhe her im Strafraum drinne. Jetzt versuchen sich da irgendwie in Flankenposition zu spielen. Dürfte den nächsten Einwurf für den OFC geben. Etwa Verlängerung der 16er Linie. Da wird der OFC jetzt einwerfen. Und Šarić übernimmt. Semir Šarić zu Christian Derflinger. Der nimmt den Ball an, legt ihn nochmal zurück. Wieder zu Šarić. Der dreht sich einmal um sich selbst. Ja, kommt dann. Wird dann gestört, geht aber nur auf den Ball, holt sich den Ball zurück. Super Aktion hier von Semir Šarić. Klasse Szenenapplaus gibt es jetzt hier auch. Ronny Marcos zu Rafa Garcia im Zentrum, wieder mit dem Rücken zu zwei Gegenspielern. Muss ihn also zurückpassen zu Jelinecki. OFC hält die Kugel jetzt aber mal ein paar Minuten in ihren eigenen Reihen. Das ist gut mit anzusehen. Rafa Garcia immer noch in der eigenen Hälfte. Dann zu Björn Jopek, gutes Auge, über links kommt Ronny Marcos mit nach vorne, hat jetzt ein bisschen Platz zu flanken, jetzt kommt der Gegenspieler, die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten in Richtung Šarić, verlängert nochmal, Derflinger ist da, auf Höhe der Grundlinie, nimmt sich den Ball jetzt an, doppelter Übersteiger, wieder Derflinger mit der Flanke auf den kurzen Pfosten, schade, gerade so geklärt, aber der OFC bleibt dran, Kopfball nochmal zu Jakob Lemmer mit dem Schuss und da ist das Tor! Tor!
für den OFC und es ist Jakob Lemmer. Diesmal bleibt die Fahne unten und der OFC holt sich hier diesen Ausgleich und es ist Jakob Lemmer, weil sie einfach vorne dran geblieben sind. Schau mal hier nochmal in der Wiederholung. Lemmer nimmt sich die Kugel an und dann Volley ins lange Eck. Nichts zu machen für den Torwart. Hier haben wir es nochmal in der Slow-Mo. Erst wird die Situation geklärt. Jetzt kommt der Abpraller. Jetzt kommt Jopek und es ja, dürfte kein Abseits gewesen sein. Uns ist das völlig egal. Der OFC macht hier das 1:1. Ist das wichtig? Und ist das aber auch verdient? Der OFC, er hat jetzt so viele Torchancen angesammelt. Das geht sowas von in Ordnung, dass es hier jetzt 1:1 steht. 26. Minute. 1:1 durch Jakob Lemmer. Jakob! Aber die Aalner, sie kommen schon wieder. Zieliński klärt dann erstmal, waren über linke Außenbahn unterwegs, bekommen jetzt den zweiten Ball, bleiben da erstmal dran am Strafraum. Jetzt die Flanke hinein in den Strafraum. Zieliński klärt erneut in den Rückraum. Der ist aber nur von Aalnern besetzt, die dann jetzt erstmal den Angriff neu aufziehen. Aber wie wichtig, du hast es gesagt, war das. Und einmal mehr Jakob Lemmer, der hat schon mal so einen Schuss aus der Drehung so reingesetzt. Das ist eine ungeheure Qualität, wenn du im Strafraum mit dem Rücken zum Tor solche Abschlüsse setzen kannst. Das ist Gold wert. Das ist absolut Gold wert. Hat jetzt schon zweimal zum zweiten Mal zu einem Tor geführt. Und wenn er sich diese Qualität halten kann, dann wird das in der Saison noch häufiger zu Toren führen. Das sind Situationen, die ein richtig starker Stürmer umsetzt. Und das freut mich richtig für den Jakob und natürlich auch für diesen gesamten Verein, dass es hier jetzt 1:1 steht. Und das kann ja jetzt eigentlich nur der Anfang gewesen sein. Törleß Knöll versucht, der Jakob Lemmer zu schicken. Der Ball bleibt beim Gegenspieler hängen. Jakob Lemmer versucht, ihn sich nochmal zurückzuerobern. Aber jetzt Ballbesitz Aalen. Die versuchen, über links außen zu kommen. Breitenbach erstmal dazwischen. Nimmt Demir Šarić mit, der jetzt über rechts außen, der richtig Dampf macht, den Antritt setzt. Demir Šarić, der aber erstmal abdreht, weil er da gestellt wird von einem Gegenspieler. Und dann bleibt er hängen und Umschaltspiel der Aalener wieder. Also es ist ein wirklich wildes Spiel. Es geht hin und her und jetzt gibt es Freistoß für Aalen. Und genau, es war Björn Jopek, der da gefoult hat. Und der hat eben schon gelb. Und wir haben gesehen, der Schiedsrichter gibt für absolute Nichtigkeiten gelb. Das ist wirklich gefährlich. Das ist gefährlich, ja, muss natürlich aufpassen. Vor allem, dass er sich auch nicht zu einem taktischen Foulspiel hinreißen lässt. Aber nochmal, Jakob Lemmer, der weiß wirklich, vor allem in dieser Saison, wo das Tor steht. Super aus der Drehung, das 1:1 erzielt. Hier haben wir gerade nochmal die Bank im Blick gehabt. Wir haben also noch viele Wechselmöglichkeiten in diesem Spiel. Da wollen wir drüber noch gar nicht reden. Gerade mal eine knappe halbe Stunde gespielt. OFC jetzt in der Defensive gefragt mit Sebastian Zieliński. Macht das mit all seiner Körperlichkeit. Mein Aalener bleibt da erstmal verletzt auf dem Boden liegen. Ich glaube, Zieliński ist auf ihn draufgefallen. Aber der OFC bleibt erstmal im Ballbesitz mit Törleß Knöll, mit Derflinger, der sich den zweiten Ball holt. Und dann klärt Aalen über die Seitenlinie. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, natürlich auch für das medizinische Team des VfR Aalen da auf den Platz zu kommen. Hält sich da den Unterarm. Und ich glaube, es war wirklich so, dass sich, ja, dass Zieliński auf ihn draufgefallen ist. Und ihm tut wirklich der Arm weh. Ja, hier haben wir es nochmal in groß. Danke fürs Einfangen. Ja, das Handgelenk. Kann sein, dass das jetzt irgendwie, ja, ich glaube, Zieliński mit all seiner Wucht ist da draufgefallen bei der Situation. Wir können es jetzt leider nicht mehr sehen. Hier gibt es nochmal die faire Geste hier. Entschuldigt sich da unser Kapitän. Klasse Sportsmann. Ja, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir niemandem hier eine Verletzung wünschen. Hoffen wir, dass dem Sportskameraden der Aalener nichts Schlimmeres passiert ist. Es wird eine kleine Trinkpause geben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, zwei gute Freunde von mir zu grüßen, die Lana und den Paul. Ich weiß nicht, ob ihr so Freunde auch habt. Es mag, man hat ja auch manchmal Freunde, da rutscht man so aus Versehen rein, die gar nicht Fan von Kickers Offenbach sind, wo man aber dran arbeitet, dass sich das ändert. Und jetzt sitzen die also vorm OFC-Fanradio. Ganz liebe Grüße an euch beide. Und ja, viel Spaß und möge das ein erster Schritt sein, euch zu bekehren. Das hast du schön formuliert und ich sag auch nochmal Grüße von aber jetzt schon OFC-Fans, und zwar Sami und Fabi. Grüßen aus Malotze, haben sie geschrieben. Grüße also zurück. So, das gibt natürlich unseren Spielern die Trinkpause, eine Chance hier. Die Chance für die Trinkpause, so rum, haben sie auch genutzt. Also nochmal ein paar taktische Anweisungen von unseren Coaches, ehe es dann hier weitergeben kann, gehen kann. Der Aalener wird immer noch behandelt an der Seitenlinie. Hier haben wir ihn nochmal. Ja, das hat wehgetan am Handgelenk. Hoffen natürlich, dass es für ihn weitergehen kann. Aber ich glaube, ich sehe, dass sich da schon jemand bereit macht. Der Mann mit Nummer 14 auf Aalener Seite. Auf der Auswechselbank, das ist Levin Kundruweit. Schauen wir mal, was los ist gleich nach dieser Behandlungspause. Erstmal geht es weiter für unseren OFC mit einem Einwurf. Zurück zu Jason Breitenbach, der zu Sebastian Zieliński, und sie kommen hier wieder mal zurück nach einem Rückstand.
1:1 steht. Dominik Wanner macht dann smart gegen Sean Seitz. Holt sich den Einwurf für seinen OFC. Dominik Wanner zurückgespielt zu Ronny Marcos. Dominik Wanner heute übrigens in der Ausgabe vom Kultmagazin auf den Äppler mit Domi Wanner. Da lohnt sich auf jeden Fall, dieses Interview zu lesen. Da müsste heute drin sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Jason Breitenbach zu Sebastian Zieliński. Und wieder zurück zu Breitenbach. Und ich muss sagen, Kaspar, diese Dreierkette da hinten, die gefällt mir schon gut. Aber jetzt verliert der OFC gerade hier im Zentrum den Ball. Björn Jopek kämpft sich ihn zurück mit Šarić. Jetzt zündet er den Turbo auf der rechten Seite. Nimmt Derflinger nochmal mit, hat den Ball auf dem linken Fuß. Flanke jetzt aus dem Halbfeld, aber das ist sichere Beute für Michel Witte, klar. Ja. Ja, wie gesagt, im Offensivspiel gefällt es mir gut und ich muss auch sagen, nachdem ich ja wirklich etwas fatalistisch die ersten 10 Minuten unterwegs war und gesagt habe, naja, also auf den Außen, das ist ein bisschen erschreckend, wie viel Platz da die Aalner haben. Das hat der OFC tatsächlich in den Griff bekommen. Wir haben jetzt wirklich seit mehreren Minuten nichts mehr Gefährlicheres von den Aalenern gesehen. Der OFC hat das Spiel also mehr und mehr in den Griff bekommen. War ja offensiv schon von Anfang an gut drin in der Partie und spätestens mit dem Ausgleich hat man es jetzt auch geschafft, defensiv erstmal wieder sattelfester zu sein. Jakob Lemmer hat in der 26. Minute zum wichtigen Ausgleich getroffen. Der OFC in der eigenen Hälfte wird da jetzt gepresst von den Aalnern. Spielt dann Ball dann ganz zurück zu Maxi Engel, der den Ball da fast souverän mitnimmt und er jetzt mit dem schwächeren Fuß rausschlägt Richtung Tölles Knöll, der den Körper da gut reinstellt gegen Just und dann versucht gegen Wanner den Ball für Wanner weiterzuleiten. Hat aber nicht ganz geklappt. Aalen erstmal dazwischen. Der OFC hat den Ball aber schon wieder aufgenommen und Rafael Garcia mit Tölles Knöll, der da eigentlich aufdrehen wollte und dann vom Gegenspieler gestoppt wird. Aalen wieder in Umschaltbewegung. Es geht wieder nach vorne mit den Schwarz-Weißen, die aber auch einige Unpräzisionen jetzt drin haben und der OFC den Ball zurückbekommt. Maxi Engel, was macht der denn da? Ganz fürchterlicher Ball. Jetzt der Abschluss aus der Distanz. Knapp drüber. Was ein Schuss das war von Sean Seitz. Aber Maxi Engel, ja, mein lieber Junge, den musst du ganz, ganz anders nach vorne bringen. Entweder volle Wucht oder kurz. Aber das war so ein Mittelding. Das geht nicht oft gut. Hoffen wir mal, dass er sich da fängt. Das war im Aufbauspiel leider gar nichts. Das kann er definitiv besser. Er ist ein mitspielender Torhüter. Er kann das fußballerisch und er wird sich da sicherlich auch fangen. Das war jetzt unglücklich und der OFC, er kann es gleich wieder vergessen machen, denn er kommt über die linke Außenbahn mit Ronny Marcos, der jetzt nach vorne geschoben hat, den Ball auf den zweiten Pfosten. Jetzt flankt Emir Šarić, kann den Ball da annehmen an der Grundlinie. Jetzt in den Rückraum gelegt. Tor. Nein, Derflinger mit dem Abschluss wird noch geblockt auf der Linie. Jopek mit dem Abschluss. Der wird erneut im Strafraum geblockt, aber der OFC, er bleibt am Drücker. Dominik Wanner auf der linken Außenbahn. Jetzt wird den Ball wieder hinein flanken in die Mitte. Emir Šarić steigt da hoch, erstmal wieder rausgeköpft. Es ist jetzt ein Anrennen der Offenbacher Kickers um den Strafraum der Aalner herum. Christian Derflinger, bitte zum Tänzchen. Jetzt die Flanke hinein, aber wieder in die Arme von Michel Witte. Trotzdem, das war wieder sehr, sehr, sehr gefährlich. Halbe Stunde gespielt, der OFC erarbeitet an der Führung. So ist es und wir haben es nochmal in der Wiederholung. Derflinger war das dann mit dem Abschluss und Michel Witte. Wieder mal ein Torwart, der hier einen richtig guten Tag gegen den OFC erwischt. Mann, 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 ich will es eigentlich nicht nochmal sagen. Aber Björn Jopek schon wieder mit der Idee, einfach mal den Ball nach vorne zu spielen in Richtung Tölles Knöll. Will mit dem Kopf weiter verlängern zu Jakob Lemmer, kommt aber nicht an. Aalen kann sich den Ball erstmal zurückholen, aber genauso kann das auch der OFC. Wieder mal mit Björn Jopek und mit Dominik Wanner, der könnte jetzt direkt links weitergeben. Macht aber nochmal einen kleinen Haken, macht ein Tänzchen gegen seinen Gegenspieler. Nimmt Björn Jopek mit und jetzt muss Zieliński eingreifen, macht das dann smart. Kriegt auch noch den Kontakt am Schienbein. Hoffentlich geht es für ihn weiter. Das war wichtig, dass er da dazwischen geht. Und der Aalner kommt einfach einen Schritt zu spät. Es müsste aber weitergehen für unseren Abwehrboss, für Sebastian Zieliński. Gibt es noch ein paar Takte vom Gegenspieler. Und da regt er sich auch auf. Ja, es ist halt ein Stück weit bitter, weil Björn Jopek hat für eine extrem vergleichbare Szene die gelbe Karte gesehen. Und ja, jetzt würde ich mich mal aufs Fenster lehnen, das ist jetzt nicht nur meine rot-weiße Brille, dass ich mich etwas ungerecht behandelt fühle oder dass der OFC sich etwas ungerecht behandelt fühlt vom Schiedsrichter. Das war jetzt zumindest zwei identische Situationen, wo der Schiedsrichter mit zweierlei Maß leider gemessen hat. Muss jetzt noch nicht die große Schiri-Schelte auspacken, aber es ist natürlich in der Situation frustrierend für den OFC, der jetzt aber schon wieder kommt mit Ronny Marcos, der dann setzt den Antritt, nimmt jetzt links Dominik Wanner mit. Ronny Marcos da jetzt wieder unterwegs im Zusammenspiel mit Wanner, möchte er mit der Hacke weiterleiten, bleibt dann hängen am Gegenspieler. Abseits. Und dann soll Wanner im Abseits gestanden haben. Okay, kann ich nicht beurteilen. Bin ich aber trotzdem der Meinung, dass das nicht sein kann. Ich auch nicht, ja. Naja. Es gibt den Freistoß für VfR Aalen. Michel Witte legt sich den Ball zurecht.
Das Ganze auf der Verlängerung der 16er Linie. Jetzt kommt der Freistoß weit nach vorne auf den Kopf von Ronny Marcos. Dann zu Derflinger. Der schiebt die Kugel zu Dominik Wanner. Dreht sich jetzt einmal um sich selbst, bekommt wieder einen Kontakt. Geht aber nicht zu Boden. So läuft das Spiel weiter. Ballbesitz VfR Aalen auf der rechten Seite. Achtung, da doppeln sie diese Seite mit Sean Seitz. Ball in die Spitze gespielt, aber da ist erstmal Breitenbach. Kann den Ball rausköpfen, kommt nochmal rein, wieder in den 16er. Und dann ist es Jelinecki, der die Kugel erstmal rausklären kann. Zweite Bälle landen aber immer beim VfR Aalen. Achtung jetzt. Und jetzt ist es Rafa Garcia, aber die Aalener holen sich die Kugel schon wieder zurück. In der Abwehrverbindung jetzt schieben sich den Ball hin und her. Und wir hören hier im Hintergrund die OFC-OFC-Wechselgesänge von der Waldemar-Klein-Tribüne und der Glabs- und Hermann-Huber-Tribüne. Das hört sich immer wieder unfassbar gut an. Auch die Fans heute wieder am Start. So, es gibt den Freistoß für Offenbach auf Höhe der Mittellinie. Zurückgespielt zu Sebastian Jelinecki, der rüber zu Breitenbach und schon zu Šarić auf der rechten Seite. Also, wo kann es hingehen mit dem Bällchen? Jakob Lemmer nochmal zurück zu Šarić, der mit dem Chip-Pass in Richtung Christian Derflinger. Aber sie können den Ball nicht ganz verarbeiten. Björn Jopek holt sich die Kugel aber wieder zurück. Der OFC bemüht sich jetzt auch, um die zweiten Bälle zu bemühen. Er bemüht sich, sich zu bemühen. Das ist meistens nicht die allerbeste Schulnote, solche Formulierungen. Aber es sieht tatsächlich gut aus, was der OFC da veranstaltet. Immer wieder gefällig geht es da in die Spitze. Viele Chancen hat sich der OFC schon erarbeitet. Das 1:1, es war überfällig von Jakob Lemmer. Und jetzt fordert die Waldemar-Klein-Tribüne da einen Freistoß für den OFC. Da haben sie Handspiel bei einem Aalener gesehen. Der OFC holt sich aber anderweitig die Kugel zurück und kann jetzt umschalten. Törles Knöll, zentrale Position, nimmt jetzt links außen Dominik Wanner mit, der wieder viel unterwegs ist auf der linken Schiene. Wanner jetzt mit ein bisschen Platz, dann erstmal zurück auf Gast hier. Den kann er Ball jetzt hineinflanken. Zu Lemmer, Tor! Doppelpack Jakob Lemmer! Wunderschöne Flanke von Rafael Garcia in den Strafraum hinein. Und der Jakob, der hat einen halben Meter Platz. Und da sagt er, Leute, wenn ihr mir den Platz lasst, dann mache ich halt das 2:1 für den OFC. Und auch das ist selbstverständlich verdient. Tolle Flanke von Rafael Garcia, der ein bärenstarkes Spiel heute macht. Wunderschön, Punkt, genau, kommt sie da hinein auf Jakob Lemmer. Und der köpft rein, keine Chance, aus wenigen Metern Abstand für Michel Witte. 2:1, der OFC, er hat es umgebogen. Das war sicherlich nicht leicht für die Mannschaft, aber sie hat es eindrucksvoll gemacht. Und was eine super Flanke, sehen wir es nochmal in super Slow-Mo. Dann ist es, glaube ich, halb Kopf, halb Schulter von Jakob Lemmer. Und er kann es sowohl mit Fuß aus der Drehung, als auch mit dem Kopf, als auch mit der Schulter, Kaspar. Mann, was sind wir Jakob Lemmer-Fans. Jakob Lemmer Ultras. Es ist bis hierhin, Achtung, festhalten, schlimmes Wortspiel, ein Lemmer-Spiel. Spiel ist zwischenzeitlich schon wieder angepfiffen worden. Die Aalener im Ballbesitz spielen erstmal zurück zum eigenen Torhüter, werden jetzt natürlich gepresst. Der Torhüter dann noch mit dem weiten Schlag auf einen Aalener, der im Abseits stand wohl. Laut dem Linienrichter können wir vielleicht noch mal ganz kurz verlesen. Schiedsrichter ist Marc Heiker, ihm assistieren Christopher Funk und Marvin Hoffmann. Und der OFC zurück im Ballbesitz mit Rafael Garcia, die absolute Schaltzentrale beim OFC. Toller Pass in die Spitze von Jopek Richtung Grundlinie für Wanner. Kann den Ball behaupten, tatsächlich holt zumindest eine Ecke raus. Stark gemacht, sehr geschickt den Körper reingestellt. Da ist Leon Volz stinksauer, schimpft damit seinen Abwehrkollegen, der Rechtsverteidiger der Aalener. Und da wird es den nächsten Standard geben für den OFC. Jelinecki, er hat vorhin schon mal dran geschnuppert heute als Geburtstagsgeschenk für seine Frau einzumachen. Und jetzt darf er es dann doch gerne endgültig unter Dach und Fach bringen. Warum nicht? Warum nicht? Das Ganze natürlich präsentiert von Pedi Protect, unserem starken Sponsor. Jetzt Christian Derflinger mit der Flanke. Ja, kommt in den 5-Meter-Raum. Erstmal rausgeköpft. Wanner, der zweite Ball. Ja, ja, ist okay. Bringt Zeit und bringt vor allem keinen Konter für VfR Aalen. Hat er gut gemacht. Erstmal den Ball übers Tor geschossen. Naja, das ist okay. Es gibt Abstoß für Aalen. Zeit für uns wieder zu sortieren. So ist es. Also sah jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, dass Lemmer damit Vollsprint das Ding 20 Meter übers Tor zimmert. Aber wenn er den Ball da erst annimmt, dann verliert er ihn vielleicht und dann gibt es einen Konter. Der OFC war weit aufgerückt. Absolut richtige Entscheidung von Dominik Wanner, das Ding da jetzt einfach sofort drauf zu protzen. Und die Aalener zentrale Position, Abruscha.
Ja, bleibt da hängen an Jopek. Jopek spielt dann auf rechts, auf Zuruf unseres Stream-Mannes Tim Bossert. Den Ball auf Šarić, der jetzt weit nach vorne Richtung Tölles Knöll schlägt. Der dann zurückköpft auf Derfling. Aber da ist Ali Oderbas erstmal dazwischen. Aber Oderbas verliert den Ball. Gegen Pressing des OFCs greift. Jopek, zentrale Position. Dann in die Spitze gespielt. Ah, da stand kein Ahlner, hat damit gerechnet. Aber leider auch kein Offenbacher mit diesem Ball in die Tiefe. Angepeilt auf entweder Knöll oder Wanner. Ich glaube, Knöll stand im Abseits, deswegen hat er nicht reagiert. Aber Wanner auf der linken Seite, ja, den Weg hat er nicht mit nach vorne gemacht. Alles okay. Jakob Lemmer jetzt auf der rechten Seite, haut sich in den Zweikampf. Ja, Fahne wird gewunken, Stürmer vorgepfiffen, okay. Kann man pfeifen, weiß ich nicht, Ball war auch dabei. Es gibt den Freistoß für den VfR Aalen. Das Ganze unmittelbar vor dem Block 1, Block 2 der Waldemar Kleintribüne. Freistoß also für Aalen aus der eigenen Hälfte. OFC dreht das Spiel, Doppelpacker Jakob Lemmer. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Es sind noch knapp, jo, Achtung, 3 Minuten zu spielen. Jetzt kommt aber die Aalen auf der linken Seite. Viel Platz wieder auf der Außenbahn, dribbelt sich da irgendwie durch. Dann ist es Jopek, der sich dazwischen haut und nochmal einen mitkriegt. Stürmerfoul von Aalen. Und es gibt Freistoß für den OFC. Ganz wichtiges Stellungsspiel da von unserem Sechser. Von Björn Jopek. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. Viel Platz da auf der linken Seite. Dann dribbelt er sich auch stark gegen Sinjinietzki und Breitenbach durch. Aber Björn Jopek, Endstation. Und OFC im Spielaufbau mit Ronny Marcos, mit Dominik Wanner. Und wieder zurück zu Marcos. Der nimmt unseren Torwart, unseren Max Engel mit links nach vorne gedroschen den Ball. Und Jopek nimmt ihn auf mit Wanner zusammen mit Tölles Knöll, der nach vorne, ja, etwas zu steil jetzt für Wanner. Die Kopfballverlängerung kommt da nicht ganz dran. VfR Aalen legt den Ball zurück zum Torwart und er findet tatsächlich im Zentrum einen Mitspieler. Rechts rausgelegt zu voll, gutes Pressing von Rafa Garcia und das wird belohnt mit Ballbesitz OFC. Björn Jopek, schöner Pass in die Spitze zu Jakob Lemmer, wem auch sonst, aber der ist auch ihm leider etwas zu steil unter den Armen von Michel Witte. Zweimal musste der 23-jährige Schlussmann, der aus Luxemburg, aus der ersten Liga dort gekommen ist, dort 58 Spiele gemacht hat, schon hinter sich greifen am Biberer Berg. Tobias Kramer, genau das, was er wollte. Die Kickers-Fans ungeduldig machen, hat er nett bekommen, die Kickers-Fans. Und die Mannschaft, sie sind geduldig geblieben, sind weiter angerannt gemeinsam. Die Kickers-Fans, sie haben es gemerkt, die Mannschaft ist absolut willig und in der Lage, das Spiel zu drehen. Und, aber die Aalener kommen an der Grundlinie jetzt schon in die Mitte reingespielt. Und dann wird es einen Eckball geben. Marius, du hast da einen Freistoß für den OFC gefordert. Schilder es uns. Ja, ich glaube, das war die Situation mit Rafa Garcia. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr bildlich vor Augen, aber ich hätte da gerne einen Freistoß für den OFC gesehen. Stattdessen gibt es Eckball für VfR Aalen. Das heißt, den müssen wir wegverteidigen. Also 3:3 steht es in Ecken. Arusha steht da bereit. Mit der Nummer 10, Kapitän des VfR. Flanke kommt jetzt rein auf den kurzen Pfosten. Björn Jopek ist da. Der ist heute überall und kriegt auch noch einen mit. Der ist heute wirklich die Hälfte der Zeit auf dem Boden, weil er immer noch mal einen reingespitzelt kriegt oder einen Stollen abkriegt oder was auch immer. Er haut sich aber auch rein in die Zweikämpfe. Deswegen logische Konsequenz, dass es ihm wehtut. Ja, logische Konsequenz, dass wenn er die ganze Zeit gefoult wird, er die gelbe Karte hat. Ich merke schon selbst, dass ich mich da ein bisschen reinsteige. Aber sagen wir mal, 1 und 1 zusammengezählt, Kaspar. Naja, man muss es nicht verstehen. Er hat die gelbe, er muss aufpassen. Das weiß er aber als erfahrener Mann. Und so geht's hier weiter. Ansonsten, wenn es zu problematisch gibt, haben wir natürlich auch noch einige. Und Superspieler auf der Wechselbank. Natürlich für die Position auch einer wie Almin Mesanovic, der Youngster, der heute mit dabei ist. Aber davon wollen wir erstmal nicht sprechen. Weiter Ball von Max Engel in Richtung Tolles Knöll. Der kann sich dagegen 3 behaupten. Wanner jetzt wieder links raus zu Knöll. Macht nochmal einen Haken. Jetzt kommt die Flanke rein mit abgefälscht. Wird ein bisschen gefährlich auch gemacht. Und zweiter Ball landet bei Breitenbach. Der macht das Spiel schnell. Auf der rechten Seite mit Šarić. Hat den Ball auf dem rechten Fuß. Doppelpass mit Jakob Lemmer. Šarić wird hart gefoult. Es wird aber weiter gespielt. Und der Schuss von Garcia landet dann über dem Tor. Das war schon ein hartes Einsteigen gegen Šarić da nach dem Doppelpass mit Jakob Lemmer. Aber wird nicht geahndet und 2 Minuten wird nachgespielt. Genau, ich kann schon mal ankündigen. Der junge Mann, der im Stream sitzt, der Tim Bossert, der hat schon angekündigt, wir werden dann gleich mit dem Halbzeitpfiff uns nochmal die Tore anschauen, der Offenbacher Kickers. Die 2 Buden von Jakob Lemmer für alle, die sich später reingeschaltet haben. Werden wir nochmal ins Replay reingucken.
Und jetzt schauen wir aber erstmal, was die Aalener veranstalten. Denn die kommen nochmal über die linke Außenbahn über Sean Seitz. Das ist der Torschütze zum zwischenzeitlichen 0:1. Auf der linken Außenbahn, jetzt schlägt er den Haken, geht erstmal vorbei an Čarić. Der Abschluss dann geblockt von Garcia. Und trotzdem nochmal über links, da haben sie wirklich viel Räume. Flanke jetzt nochmal hinein in den Rückraum. Derflinger schlecht geklärt. Nochmal die Chance. Dann prallt da irgendjemand an die Hand. Ich habe nicht gesehen, wem. Es ist ein bisschen gerade Slapstick-mäßig. Aber jetzt scheint die Situation bereinigt zu sein. Hat der Dominik Wanner sehr gut gemacht. Einwurf für den OFC. Unser Pressesprecher, er klatscht begeistert. Und dann können wir sagen, vielleicht mal kurzes Fazit ziehen. Der OFC von Anfang an die aktivere Mannschaft. Aalen, aber immer wieder sehr, sehr gefährlich. Vor allem über die starken Außenspieler Arcelan und Sean Seitz. Das hat der OFC lange Zeit nicht in den Griff bekommen. So viel dann auch durch Sean Seitz, den Außenbahnspieler, das 0:1 in der 6. Minute. Der OFC hat genau 20 Minuten für die Antwort gebraucht durch Jakob Lemmer zum 1:1. Das war zu dem Zeitpunkt schon absolut überfällig. Und dann hat der OFC es geschafft, auf 2:1 zu stellen. Wieder war es Jakob Lemmer auf Folge einer ganz feinen Flanke von Garcia. Und Jakob Lemmer, der ist schon wieder unterwegs. Ins Zentrum gespielt, auf Knöll kommt er noch ran. Nein, da ist Michael Witte, der die Kugel aufnimmt, der Schlussmann der Aalener. Aber um das noch zu Ende zu führen, es ist eine absolut verdiente 2:1 Pausenführung. Es hätte auch schon 3:1 stehen können. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Der OFC, das soll hier auf jeden Fall herausgestellt werden. Er macht ein gutes Heimspiel. Und wenn er hinten noch etwas sattelfester wird, dann ist es ein richtig gutes Heimspiel. Offensiv ist das wirklich stark. Und es gibt nochmal einen Eckball. Und ich habe das Gefühl, der Marius, der ist jetzt richtig angezündet, den jetzt reinzubabbeln. Danke, Kaspar, fürs Übergeben des Mikrofons. Ja, ich versuche es nochmal. Das wird die letzte Szene dieser ersten Hälfte sein. Rafa Garcia holt sich jetzt gleich die Kugel, um diesen letzten Eckball also in Halbzeit 1 reinzuspielen. Es ist ein hochemotionales Spiel, auch für uns. Wir kommen zurück nach diesem Rückstand. Mit 2:1 führen wir durch den Doppelback von Jakob Lemmer. Eben nochmal eine ganz gefährliche Situation. Schöner Pass in die Spitze zu Tördes Knöll. Dann ganz etwas zu steil gespielt, kam er nicht mehr dran. Aber wir kriegen jetzt noch diese eine Chance für ein Tor zum 3:1. Rafa Garcia mit der Ecke auf dem kurzen Pfosten verlängert. Das ist ganz knapp von Knöll am Pfosten vorbei mit dem Kopf. Und dann muss hier eigentlich Schluss sein. Und wie gesagt, wir schauen nochmal in die besten Szenen des Spiels. Gleich nach dieser Wiederholung. Oh, das war wirklich knapp. Tördes Knöll am ersten Pfosten hat er gelauert. Da haben wir ihn nochmal in groß. Gefällt mir auch gut heute in diesem Spiel. Und jetzt haben wir die Zeit, nochmal drauf zu gucken. Wir fangen an mit dem, ja, vermeintlichen Abseitstor von Sebastian Zieliński. Ich würde die Wiederholung gerne nochmal sehen. Ja, doch, ich würde sie gerne nochmal sehen. Verlängert und dann sieht man es hier. Guck mal, er ist dann doch ein Bein im Abseits. Gut gesehen, vom Schiedsrichter gespannt, muss man wirklich sagen. Und dann ging es weiter. Ja, quasi im direkten Gegenzug mit dem Tor für VfR Aalen. Sean Seitz mit rechts ins lange Eck geschoben. Aber das auch nur, wie gesagt, zwischenzeitlich. Und dann ging es weiter mit dem 1:1 für den OFC. Genau, 1:1, das Tor durch Jakob Lemmer. Mit dem Kopf nochmal heiß gemacht und dann ist es aus der Drehung per Volley ins lange Eck eingeschweißt, das Ding. Super wichtig natürlich dieses Tor zum 1:1 und es ging schnell weiter und wieder war es Jakob Lemmer, der uns die Führung bescherte. Das sehen wir also gleich. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung, das 1:1, Jakob Lemmer mit dem Rücken zum Tor. Super gedreht und reingemacht und dann war es Dominik Wanner mit Auge zu Rafa Garcia, der mit der Traumflanke auf den Kopf von Jakob Lemmer und dann macht das perfekt zur 2:1 Pausenführung. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns, würde ich sagen, in 15 Minuten wieder. Bis gleich. Jetzt müsste nur noch mal jemand den Aalener Fans mitteilen, dass Halbzeitpause ist. Die haben das nicht mitbekommen.
pünktlich zum Einlauf unserer Jungs melden wir uns zurück. Der OFC, er führt zur Halbzeit gegen den VfR Aalen mit 2:1. Und so ich das sehe, wird zweimal gewechselt werden. Gerade nochmal hier Fans gesehen, die ein Banner, also ein kleines Schild hochgehalten haben über den Trainer, hat der Jason unten an der Spielfeldlinie abgefilmt. Danke dafür. Und jetzt wird er auch gleich unsere Wechsel abfilmen. Denn zwei neue Spieler betreten den Platz, dementsprechend zwei Spieler der ersten Halbzeit runter. Semir Šarić ist geblieben. Nein, dann ist es Dominik Wanner, der runtergegangen ist. Dafür Vincent Moreno, der eingewechselt wurde. Und Lukas Hermes in der Stürmerposition für Törles Knöll gekommen. Das die zwei Wechsel, die Alexander Schmidt zur Halbzeit vorgenommen hat. Jetzt geht es weiter. Anstoß VfR Aalen, der Ball rollt in den zweiten 45 Minuten. Der OFC von links nach rechts. Er wird sich sicherlich nicht damit begnügen, diese Führung über die Zeit zu bringen. So wie wir die Mannschaft kennen, wird sie offensiv weiterspielen und für eine Vorentscheidung sorgen wollen. Die Aalener, sie haben sicherlich was dagegen. Soweit ich das überblicken kann, das ist natürlich nicht hieb- und stichfest, hat Trainer Tobias Kramer auf Seiten der Aalener nicht gewechselt. Zumindest wurde es auch noch nicht durchgegeben. Jetzt wird der Wechsel der Offenbacher Kickers von Stadionsprecher Olaf Kruse verkündet. Schauen wir mal, was der Jungspund auf der rechten Flügelverteidigerposition Vincent Moreno da zu leisten imstande ist. Dass er ein hochveranlagter junger Mann ist aus einer Jugend, die jetzt schon mehrfach auch heute ganz explizit mit Jakob Lemmer viel Spaß gemacht hat, hat sich schon gezeigt. Jetzt kann er es als nächstes beweisen und ist da direkt auch erstmal unter Druck. Flanke von seiner Seite aus segelt da rein in den Strafraum der Offenbacher. Hat der OFC erstmal geklärt bekommen, gekommen und Aalen baut neu auf. Dass ich hier jetzt seit Anpfiff durchbabble, liegt daran, dass der Marius noch verschollen ist. Aber so ist das eben. Als Pressesprecher ist man ein viel gefragter Mann. Da wird er vielleicht noch irgendwo was zu klären haben. Und deswegen müsst ihr jetzt erstmal mit mir alleine vorlieb nehmen. Aber es passiert ja auch noch nicht viel. Die Aalener haben den Ball in Person von Schlussmann Michael Witte weit nach vorne geschlagen. Jelinski gewinnt erstmal das Kopfballduell. Derflinger holt die Kugel dann final zurück mit Jopek gemeinsam. Und der OFC lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Und jetzt hat auch Marius Schnelker wieder neben mir Platz genommen. Marius, du hast die Wechsel mitbekommen? Ja, die habe ich mitbekommen. Vincent Moreno für Wanner gekommen. Das war wohl vorher so abgesprochen, weil Wanner ja mit den Zahnproblemen zu kämpfen hatte und nicht die ganze Woche spielen konnte. Genau, das hat er in die Wade gezogen. Da will man einfach nicht zu viel riskieren. Wir haben ja auch am Dienstag schon unser nächstes Spiel gegen Balingen. Und genau, Hermes ist für Knöll gekommen. Knöll, der viele gute Aktionen, finde ich, hatte. Hermes, der noch mal ein bisschen Wucht auch reinbringt jetzt für die zweite Halbzeit. Also, begrüßen ihn neu auf dem Feld. Und Šarić ist auf die linke Seite gewechselt, nicht wahr? Ich versuche jetzt mal, wenn es das Spiel gerade mit einer kurzen Ruhephase hergeben sollte, wobei jetzt kommen die Aalener, haben da erstmal eine Lücke im Zentrum gefunden, jetzt ist er aufgedreht, Jelinski erstmal dazwischen und Breitenbach, trotzdem die Aalener mit dem zweiten Ball ab Ruscia aus dem Rückraum, setzt sich da erstmal durch, dann links rausgespielt auf der linken Außenbahn, jetzt gegen zwei Mann, erstmal getunnelt, dann ist aber bei Breitenbach Endstation, der gewinnt da den Ball. Und Lemmer, super, wie es Jakob da durchsetzt gegen 3-4 Mann. Aber dann ist am vierten Endstation, gibt dann auch keinen Freistoß. Aalen wieder die linke Außenbahn unterwegs mit Heckmann, der die Flanke jetzt hineinsäbelt, nicht ganz sauber trifft und der OFC erstmal hinten raus klären kann. Ja, Stichwort Balingen, am Dienstag geht es ja schon weiter, wird auch übertragen von Kickers TV. Aber wie das häufiger dann so sein wird bei Auswärtsspielen, ist es so, dass es ein gemeinsamer Stream mit der gastgebenden Mannschaft sein wird. Weil ich wurde auch schon gefragt, ob wir bei uns Reporternot hätten, ob wir zu wenig Leute hätten, um das zu zweit zu moderieren, zwei Kickersnasen. Aber wir schauen uns erstmal, was der OFC macht. Kommt die linke Außenbahn mit Šarić ins Zentrum reinzieht und dann erstmal abgeblockt. Eckball, um das jetzt noch zu Ende zu führen. Also, nein, wir hätten genug Reporter, aber es ist eben so, dass die Heimmannschaft das immer bestimmen kann und sich dann eben die Heimmannschaften situativ immer wieder wünschen, dass da ein Moderator von ihnen an diesem Stream mitwirkt. Und wenn die Heimmannschaft das so entscheidet, dann ist das einfach Gesetz. Und ich denke, es ist trotzdem eine gute Sache, wenn wir da für euch das da produzieren, um da eben auch so Sachen wie das kostenlose Radio anbieten zu können. Eben, wir haben ja eben den Anspruch, jedes Spiel auch zu machen und deswegen müssen wir uns den Voraussetzungen manchmal einfach
an die Voraussetzungen halten des Heimteams. Die haben nämlich das Exklusivrecht zu bestimmen, wie die Live-Übertragung dort läuft. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Uns ist es natürlich am liebsten, wenn wir hier zwei Kickersnasen am Mikrofon haben. So wie es auch heute der Fall ist. Also in Heimspielen ist das alles überhaupt kein Problem. Nur auswärts, dass ihr es auch schon mal wisst, ist es eben so, wie Kasper schon perfekt erklärt hat, dass wir uns an dem Heimverein dann richten müssen. So, Eckball kommt von der Flinger und der kriegt noch eine Chance, denn der wurde erstmal geklärt zur nächsten Ecke. Wieder auf der linken Seite, wieder mit links vom Tor weg. Der Flingers Ecken, ja, die gut kommen heute. Hebt den rechten Arm, jetzt kommt die Ecke wieder auf den kurzen Pfosten für eine Verlängerung, aber zu kurz. Diese kommt dann doch nicht so gut auf den kurzen Pfosten. Ja, ist wahrscheinlich eine Variante, aber die war dann echt zu kurz, dass man auch nicht mit dem Kopf weiter verlängern kann. Die Lars Kissner Gedächtnisecke, das waren immer seine absoluten Lieblingseckbälle. Halb hoch und kurz auf den ersten Pfosten. Da hat der Lars sich richtig erwärmen können für. Ich hoffe, ihr hört die Ironie in meiner Stimme. Oh, und Hermes jetzt mit der ersten Aktion im Strafraum versucht, sich durchzuwühlen, aber von drei Aalen dann und dann umgeben. Den Ball dann erstmal rausschlagen. Landet dann beim Captain, bei Sebastian Zieliński, der dann zurückspielt. Auf Maximilian Engel. Dann zurück auf Seba Zieliński, der jetzt auf Jakob Lemmer nach vorne spielt. Der lässt erstmal prallen für Breitenbach. Und der in die Spitze Richtung Derflinger. Und der hat da ein bisschen Wiese vor sich. Da hat dann aber Jan just aufgepasst. Schlägt ihn erstmal raus. Zweiter Ball ist aber beim OFC Garcia. Halblinke Position zentral. Jetzt auf links weicht er immer weiter aus. Jetzt schickt er Semir Šarić da in die Spitze. Den Ball flach hineingeben möchte. Gegenspieler versucht zu tunneln. Bleibt dann aber am Knöchel des Gegenspielers hängen. Und so können es die Aalner einmal mehr klären. Trotzdem der OFC, er kommt druckvoll aus der Kabine. Ist hier offensichtlich bemüht, hier direkt für klarere Verhältnisse zu sorgen. Und Moreno gewinnt erstmal das Kopfballduell. Kann er nach vorne spielen auf Lemmer, der jetzt auf der rechten Außenbahn unterwegs ist. Jakob Lemmer, dem gelingt heute ganz, ganz viel. Zieht jetzt in die Mitte rein. Jakob Lemmer gegen zwei Mann, jetzt wieder rechts rausgelegt auf Moreno, der die Flanke hineinbringen will. Ball prallt ab von einem Aalner Fuß und es gibt die nächste Ecke. Mach das Ding jetzt rein, Marius. Mache ich. Und Vincent Moreno gefällt mir auch sehr gut seit seiner Einwechslung. Macht das hier wirklich abgeklärt. Schaltet sich da vorne mit ein und holt jetzt hier also diese Ecke raus, die zum 3-1 führen wird. Kaspar. Rafa Garcia richtet erstmal noch ein bisschen Rasen. Da ist ein bisschen was rausgerissen. Da wird sich natürlich unser Platzwart drüber freuen. Aber die Ecke natürlich präsentiert von Pedi Protect. Das wird eine Rafa Garcia-Ecke sein. Jetzt mit rechts wieder vom Tor weggeschlagen. Hebt den rechten Arm. Jetzt kommt die Flanke rein. Ja, geht gefährlich durch. Bis an zweiten Pfosten. Glanztat vom Torhüter. Das glaube ich ja alles gar nicht, dass Michel Witte dieses Ding da hält. Aus ungefähr 1,5 Metern Entfernung draufgeschossen. Wir schauen uns nochmal an. Ecke kommt gut. Viel Getummel im Strafraum. Dann kommt der Ball zu, ich glaube, Lemmer war es sogar, der hier seinen Hattrick hätte schüren können. Aber dann macht das halt jetzt. Dann macht er halt jetzt seinen Hattrick, Marius. Dann macht das halt jetzt. So, Rafa Garcia holt sich den Ball nochmal für die nächste Ecke. Großchance eben für den OFC. Wir haben nochmal die Chance. Wieder über eine Ecke. Getummel jetzt. Allesamt am ersten Pfosten. Ihr seht es hier. Jetzt kommt die Flanke rein. Garcia. Und da ist der Torwart. Und er lenkt sich den Ball ins eigene Tor. Und, warte mal. Nein, doch nicht. Vorbei am Tor. Eieieiei. Da habe ich jetzt gerade mal gedacht, dass er sich das Ding selbst reinfaustet. Das wäre es natürlich gewesen. Aber ich mache mal weiter. Die nächste Ecke. Rafa Garcia. Wieder von links. Und die kommen wirklich gut jetzt gerade, die letzten beiden Ecken. Und ich glaube, wir haben gar nicht so viel Zeit für eine Wiederholung, denn jetzt kommt schon hier das Live-Bild. Rafa Garcia, Getummel im Strafraum, nächste Variante. Kommt rein auf den ersten Pfosten, verlängert und es gibt wieder Ecke. Kaspar, du übernimmst. So, also der Marius hat es jetzt dreimal, ja, zwar gefährlich, aber im Endeffekt erfolglos probiert. Ich werde das jetzt ganz souverän. First Try versenken. Zehnte Ecke für den OFC. Demgegenüber stehen drei der Aalner. Und nicht immer ist das ja aussagekräftig darüber, wie das Spiel verlaufen ist. Aber hier ganz klar, das bestätigt das Spiel. So sind auch die Spielanteile. Und Garcia, der bringt den Ball jetzt auf den zweiten Pfosten. Jopek steigt hoch. Und da ist der Ball im Strafraum. Šarić, Strichschuss, Tor. 3:1. Da ist es. Semir Šarić macht das 3:1. Und jetzt rennt er in Richtung Waldemar Kleintribüne und lässt sich da fallen. Hat er stark gemacht. Und Semir Šarić hat ja sogar noch nachträglich was zu feiern. Er hatte Geburtstag am 8.9. Da war er bei der PK, ihr habt es alle gehört. Und heute belohnt er sich, schenkt sich etwas selbst nachträglich und macht hier das 3:1. Und wieder ist es ein Schuss aus der Drehung in den Spitzen, in den kurzen Winkel. Nichts zu machen diesmal für Michel Witte. Da ist er endlich auch mal geschlagen. Und das zum dritten Mal an diesem heutigen Tag. Semir Šarić, herzlichen Glückwunsch für dein Tor. 3:1 OFC.
Und wenn ich das im Getümmel, ja, First Try, wie angekündigt von mir, aber das überrascht mich ja gar nicht, Marius, dich vielleicht. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, war es der zweite Kopfballassist von Björn Jopek. Der hat auch schon das 1:1 mit dem Kopf vorbereitet von Jakob Lemmer. Und erneut, das denkt man ja gar nicht, dass der Björn Jopek so derartig kopfballstark ist, aber er schafft es immer wieder in entscheidenden Situationen, die Kopfbälle für sich zu ziehen. So auch jetzt gerade bei dem Eckball, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich meine, es war sein blonder Schopf, der den Ball da auf Šarić verlängert hatte. Spiel läuft schon wieder, gibt aber Einwurf für den OFC Vincent Moreno auf Jopek, der heute wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel macht. Björn Jopek gegen zwei Mann, bärenstark, jetzt der Ball in die Spitze auf Hermes, super von Jopek, Hermes wird da doch gefoult, Herr Schiedsrichter. Gibt jetzt Gelb für Hermes oder was? Also, er nestelt an der Arschtasche und es ist die rote Karte für den Sportkameraden Jan Just, glaube ich. So ist es. Bärenstark, das, was Jopek da vorher veranstaltet. Aus zwei Mann dreht er sich da, aber sowas von elegant raus. Dann in die Spitze gespielt. Hermes ist schon am Gegenspieler vorbei, bekommt dann ein gar nicht so hartes Foul von Jan Just. Aber es ist eben ein Foul, das zum Fallen von Hermes führt. Und Hermes wäre durch gewesen. Klare Notbremse, rote Karte geht in Ordnung. Natürlich bitter für Jan Just. Das war kein böses Foul, aber es war eben ein Foul, das eine klare, klare Torchance verhindert hat. Und ja, jetzt der OFC in Überzahl. Freistoß für den OFC. Und das ist dann jetzt auch das 4:1, Marius. Denn so wie Jopek, Garcia und Derfi heute spielen, versenken die auch einen Freistoß direkt. So ist es. Und lass mich mal kurz versuchen, Freistoß First Try zu machen, Kasper. Christian Derflinger steht bereit mit seinem starken linken Fuß. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er den ausführen wird. Oder Garcia. Oder Garcia mit rechts. Ja, aber es ist eher so ein Ding für den Linksfuß. Vielleicht sogar ins lange Eck. Ja, ist ja beides sehr sexy. Oh, oh, Derflinger mit links, aber er geht zu hoch. Ja, 3 Meter drüber, 2,5 Meter, 3 Meter drüber über das Tor. Naja, ja, wir schauen uns nochmal kurz an, aber... die rote Karte vor allem. Das war noch mehr Traumpass hier von Jopek. Und dann gibt es eben den Zupfer, den kleinen Stumps. Es ist nicht viel, aber es reicht, dass er fällt, wie du es schon gesagt hast. Und das ist dann rot. So, weiter geht's mit dem Abstoß für VfR Aalen. Weit nach vorne. Ja, Jopek verschätzt sich da etwas, aber der geht durch bis zu Jason Breitenbach, bis zur Seitenauslinie, der übrigens auch ein sehr stabiles Spiel heute macht, finde ich, Jason Breitenbach. Immer wieder die letzte Instanz seiner Verteidigung. Und Aalen zeigt sich erstmal unbeeindruckt. Ja, da gibt es erstmal nochmal reingesäbelt von Christian Derflinger. Der kann also auch gut grätschen. Trifft ihn da am Fuß. So, ja, mit weitergehen für ihn, den Mann mit der Nummer 3. Das ist Eduard Heckmann. Und Freistoß für VfR Aalen. Ja, Heckmann wahrscheinlich so eine Freistoßflanke an die Strafraumkante heran. Nee, wobei, da steht auch Alessandro Aprucia. Und dann wird das auf jeden Fall der Spielmacher, der 32-Jährige, der schon höher gespielt hat. Der wird es auf jeden Fall machen. Aber die Aalener, sie werden vorher nochmal wechseln. Danke an unseren Kameramann und die Bildregie, die das einfängt. Da wird Schaub kommen. Michael Schaub mit der Nummer 15, großgewachsener Kerl. Jetzt natürlich dann auch nochmal für Standards. Jemand, den der OFC da auf der Rechnung haben muss. Ja, und er geht schon quasi von selber zu Sebastian Jelinecki. Gut, muss er selber wissen. Freistoß kurz ausgeführt. Aprucia jetzt mit dem Schlag Richtung Strafraumkante. Jelinecki köpft erstmal raus. Korb aus dem Rückraum, könnte schießen. Abgefälscht. Ronny Marcos, naja, wir bewerten es mal als unbeabsichtigten Ableger für Sebastian Jelinecki. Die Kugel dann erstmal in Seiten ausdrischt Richtung Waldemar-Klein-Tribüne. Und wir schauen, ob die Aalener nochmal antworten können auf das, was der OFC hier bislang abgerissen hat. Nach dem 0:1 Rückstand hat man bärenstark geantwortet und verdient inzwischen mit 3:1 in Front ist. Die Aalener haben aber auch schon gezeigt, sie sind offensiv gefährlich und sind allemal in der Lage, hier noch für Torgefahr zu sorgen. Wir müssen das natürlich einfach überstehen und vielleicht zeitnah noch fürs 4:1 sorgen. Das alles erzähle ich, während ein Ball in die Arme von Maxi Engel kullert. Eine Flanke, die dann bei ihm gelandet ist. Und er wirft auch wieder ab auf Ronny Marcos, seinen linken Innenverteidiger. Die Dreierkette, die mir vor allem im Aufbauspiel sehr viel Spaß macht. Das wirkt immer wieder sehr variabel. Das ist ein sehr unausrechenbares Aufbauspiel, was der OFC hat. Immer wieder gibt es verschiedene Varianten. So, jetzt ganz zentral flach die Spieleröffnung auf Lemmer, der dann aber leider den Ball verliert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Sascha Korb mit dem Ball in die Spitze. Aber das hat Ronny Marcos gerochen und Maxi Engel schon lange, der den Ball da jetzt aufnimmt. Ja, holt sich jetzt hier auch die Sicherheit. Max Engel kriegt den Ball zugespielt, kann ihn auch mal aufnehmen mit der Hand. Ganz wichtig für ihn, Jelinecki jetzt, Achtung, links rausgespielt zu Ronny Marcos.
der mit Semir Šarić, der das auch auf der linken Seite wirklich gut macht. Hat zwar von rechts das Tor erzielt, aber macht auch auf der linken Seite eine gute Figur. Ist ja da gewechselt worden, weil Wanner vom Feld gegangen ist und Moreno ist ein gelernter Außenrechtsverteidiger. In die Mitte gespielt zu Derflinger, der mit dem Pass in die Spitze. Wieder suchen sie da vorne Hermes, der ist schnell, der setzt sich gut durch. Holt er sich noch diesen Ball? Ja, setzt nach, immer noch. Und da gibt es die Berührung von Hermes, wird Stürmer vorgepfiffen. Naja, gegen seinen Gegenspieler, der Mann mit der Nummer 17, Ali Odabas. Ja, dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz versuchen, was loszuwerden. Und zwar, ja, der Philipp Alt, der grüßt und der fragt, er suche für das Spiel in Kassel eine Mitfahrgelegenheit aus Norddeutschland. Am besten Raum Hamburg, Lübeck. Ja, wer da in dem Raum wohnt, der Tim Bossert, der hebt die Hand aus dem Stream. Dann werden wir euch nach dem Spiel nochmal in Verbindung setzen. Okay, schön, dann haben wir das ja hier teamintern geklärt. Gut, das alles habe ich jetzt mal kurz erzählen können, weil es eine kleine Verletzungsunterbrechung gab. Freistoß. Jetzt vom Schlussmann, der Ahlner, Witte, der weit nach vorne, haut die Kugel. Jelinecki gewinnt das Kopfballduell gegen Jonas Arceleon. Ahlner-Fans, es tut mir leid, wie ich da euren Arceleon oder wie auch immer ausspreche. Ich glaube, ich habe es jetzt mehrfach verschieden gemacht und wahrscheinlich kein einziges Mal richtig. Es tut mir sehr leid. Ihr könnt das mit Sicherheit besser, ihr wisst natürlich, wie man den ausspricht. Schauen wir erstmal, was Alessandro Aprocia da macht. Der Zehner, der Spielgestalter, der Kreativmann. Freistoß, halblinke Position. Auch schon eine Position, um direkt drauf zu hauen. Und so sieht es auch aus, als würde er das versuchen. Bleibt aber in der Mauer hängen. Prallt nochmal links raus auf Heckmann, der da jetzt versucht, sich gegen Lemmer durchzusetzen. Bleibt aber an Lemmer hängen, der das super macht und die Kugel dann erstmal rausschlägt. Ali Odabas wird den Ball aufnehmen. Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also, der Michael Schaub, der eingewechselt wurde, logischerweise ein Innenverteidiger, der da eingewechselt wurde für Jan, beziehungsweise aufgrund der roten Karte von Jan Just. Und es sieht fast so aus, Hiobs, nächste Hiobsbotschafter für die Ahlener, als würden sie ihren zweiten Innenverteidiger, mit dem sie in die Partie gegangen sind, verlieren. Ali Odabas, gerade unbedrängt den Ball ins Seiten ausspielen müssen, weil er irgendwie am Knie was hat. Ist natürlich ein ganz, ganz bitterer Nachmittag für die Ahlener, denn die rote Karte, regeltechnisch in Ordnung, ist aber natürlich bitter, wenn du einen Zweikampf gefühlt normal führst und dann auf einmal vom Platz gestellt wirst. Und wenn sich jetzt der zweite Innenverteidiger anscheinend da, er hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, schwerer wehgetan hat. Ja, ist wirklich ja, ganz, ganz bitter für die Ahlener. Kopf hoch, ihr Schwarz-Weißen. Großen Respekt habt ihr euch, glaube ich, hier erarbeitet für euren Auswärtssupport. Auch wenn wir etwas verwirrt zur Kenntnis genommen haben, dass ihr die komplette Halbzeit über durchsupportet habt. Aber ja, also die Ahlener medizinische Abteilung ist da jetzt gerade noch zugegen. Ich weiß nicht, ob es für Ali Odabas weitergehen wird. Und da sehen wir auch schon den Marc Müller. Ich habe den ehrlich gesagt eher so als Sechser-Achter auf dem Zettel. 1,72 groß, sicherlich auch nicht die Gardemaße für die Innenverteidigung. Kann man sogar vorstellen, dass Sascha Korb eine Position nach hinten rückt. Und ja, allerbeste Genesungswünsche an Ali Odabas. Wünschen euch von Herzen, dass es nichts Ernsteres ist, aber es sieht nicht so dolle aus. Ja, ich glaube, ich habe da auch den berühmten Schubladentest gesehen, als wir gerade mit der Kamera drauf waren. Das macht man ja, wenn es sich so ein bisschen ums Kreuzband handelt oder mit schmerzverzerrtem Gesicht. Also ja, wirklich gute Besserung. Hoffentlich kommt er schnell wieder auf die Beine. Sportlich geht es jetzt weiter, natürlich mit einer fairen Geste. Jakob Lemmer, der den Ball zurückwirft zum Torwart, zu Michel Witte. Und jetzt fängt es hier langsam an zu regnen. Also wir erleben hier wirklich einen April im September in diesem Jahr. Immer wieder Sonne und Regen in den letzten Tagen. Wird also nochmal ein nasses Spiel jetzt für diese letzten ja, 28 offiziellen Minuten. Weiter Abschlag, der genau auf den Kopf von Sebastian Jelinecki geht. Hat also die Zeit, ganz nach vorne zu köpfen. Und der UFC immer wieder in Überzahl. Mal gucken, ob er es dieses Mal auch in Tore ummünzen kann. Ja, jetzt wird Ahlen erstmal dreifach wechseln. Damit ist die zweifache Überzahl jetzt weg und jetzt schüttet sie richtig runter, während die Ahlener wechseln. Und da seht ihr unseren Kameramann, der unverdrossen, der Jason unten im Regen steht. Liebe Grüße, lieber Jason. Wir holen dir nachher einen ganz warmen Tee. Und da wechseln die Ahlener jetzt also dreifach. Müller wird kommen, Bakci wird kommen. Und ja, ist jetzt leider ein bisschen untergegangen, aber Sean Seid ist rausgegangen, Odabas ist rausgegangen. Ja,
Oder Bass, beziehungsweise ist nicht rausgegangen, ist ja jetzt verletzt, schon draußen gewesen. Es tut uns leid, das haben wir jetzt leider nicht ganz auf die Kette bekommen, das mitzukriegen. Ärgert mich gerade ein bisschen, aber gut. Ich glaube, die Kickers-Fans, die werden es uns nachsehen. Und die Aalner, ja, ich glaube, die sind gerade ohnehin schon bedient. Also gleich zwei Innenverteidiger in einem Spiel zu verlieren, wir wissen aus der vergangenen Saison, wie verdammt schmerzhaft das ist. Drücken wir euch die Daumen, dass euch das nicht zu sehr beeinträchtigt, aber es ist natürlich ein Schock für die Gäste von der Ostalb. Und ich kann mir vorstellen, dass ihnen das den finalen Knacks gibt. Denn der OFC kommt wieder über die rechte Außenbahn mit Derflinger. Moreno hinterläuft, Derflinger zieht aber in die Mitte rein. Der Abschluss wird erst nochmal abgeblockt. Zweite Kugel wieder bei Derfi, der auf Jopek ins Zentrum spielt. Der dreht zweimal um die eigene Achse. In Andrea Pirlo-Manier ist er da heute unterwegs. Wieder Jopek, schlechter Pass von Derflinger, aber Jopek ganz stark mit der Grätsche und dann links raus. Wunderbar auf Šarić. Und er war nie im Leben im Abseits, Herr Linienrichter. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Tim Bossert hier am Stream, der bekommt sich gar nicht mehr ein. Aber ich kann ihn verstehen. Ich war mir auch sehr sicher, dass er da nicht im Abseits stand. Ich war mir auch sehr sicher. Aber im Endeffekt hat er es gepfiffen. Man muss nicht alles verstehen. So, nächster weiter Abstoß. Björn Jopek mit dem Kopf nach vorne zu Hermes. Aber was war da denn schon wieder? Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Vielleicht wurde da ein bisschen gestoßen von Lukas Hermes. Naja, es gibt den Freistoß für VfR Aalen, das Ganze in ihrer eigenen Hälfte. OFC läuft weiter an mit Rafa Garcia im 1 gegen 1 und es gibt Einwurf für Aalen. Weit nach vorne auf den Kopf von Semir Šarić aber nur. Und der OFC holt sich den Ball zurück. Im Endeffekt mit Derflinger, der es dann versucht mit Rafa Garcia mal die Kugel ein bisschen zu beruhigen. Es ist viel hin und her gerade auf Höhe der Mittellinie und jetzt hat der OFC mal den Ball. Rafa Garcia wird aus meinen Augen gefoult. Aber es wird weiterlaufen lassen, dieses Spiel mit Abruscha. Achtung, jetzt im Zentrum unterwegs. Links rausgelegt auf den neuen Müller. Im 1 gegen 1 mit Vincent Moreno, der jetzt aber gut zu Grätsche ansetzt. Brachial dazwischen geht. Super Timing da von Vincent Moreno bei dieser Grätsche. Es gibt den Einwurf erstmal für VfR Aalen. Ja, geile und aber auch für ihn ganz persönlich wichtige Aktion. Das ist so eine Aktion, die bringt dich richtig gut rein ins Spiel, wenn du so eine saftige Grätsche da setzt. Ich glaube, das fühlt sich richtig gut an für ihn. Ball ist jetzt beim Schlussmann der Aalen. Er wird angelaufen von Hermes, aber eher so im Trab. Deswegen kann er da unbedrängt den Ball nach vorne schlagen im jetzt strömenden Regen am Biberer Berg. Und jetzt die erste Chance der Aalener seit dem Platzverweis, beziehungsweise fast Chance, denn Ronny Marcos läuft da dem neuen Mann, dem Paolo Maiella, den Ball super ab und hat das dann auch super gelöst im Verbund mit seiner Defensive. Jetzt auf links Hermes am Ball, der erstmal die Kugel behauptet, ins Zentrum reinzieht und super auftritt gegen zwei Mann, nicht zu stoppen. Lukas Hermes ins Zentrum reingespielt und Hermes wird dann gefoult von seinem Gegenspieler, hält sich da den linken Fuß. Hat da vielleicht einen Stollen auf den Fuß bekommen. Das sieht ein bisschen danach aus, als wurde er, so sagt man doch, glaube ich, in der Fußballersprache, gestempelt. So ist es. Erstmal ein Stempel aufgesetzt da auf dem Spann. Grüße kommen jetzt hier gerade rein. André Sedelmeier hat jetzt mal weitergeleitet vom Donauradweg. Also beim Fahrradfahren wird auch OFC-Fanradio gehört. Das freut uns natürlich sehr. Also, Derflinger mit Breitenbach. OFC übernimmt jetzt wieder hier die Regie über das Spiel. Björn Jopek zurück zu Jason Breitenbach. Jopek bietet sich immer wieder an, immer wieder Dreh- und Angelpunkt, wenn es auf dem Weg nach vorne ist beim OFC. Björn Jopek auf der rechten Seite geht jetzt Vincent Moreno. Schöner Lauf. Über die geht die Abseitsfahne hoch. Naja, aber trotzdem, das sind Läufe, die wir sehen wollen, die auch der Trainer sehen will von den Außenspielern. Immer wieder diese tiefen Läufe in Richtung Grundlinie. So will man es haben. So kann man dann auch diese schönen Diagonalbälle nach vorne spielen. Und das gibt immer wieder Gefahr, während es hier weiter prasselt. Und Christian Derflinger holt sich den Ball im Zentrum. Rechts rausgespielt zu Jakob Lemmer. Jakob Lemmer auf Höhe des 16ers mit der flachen Hereingabe. Erstmal rausgegrätscht. Und dann wird das Leder erstmal nach vorne geschlagen. Gut, aber dazwischen gegangen von Vincent Moreno. Wird ihm aber abgepfiffen und als Foul interpretiert. Naja, kann man geben. Schon ausgeführt, dieser Freistoß. Und Aalen macht es erstmal hintenrum. Die Aalener Supporter, sie melden sich auch nochmal zu Wort. Also wirklich, um das nochmal hervorzukehren, die geben da im Auswärtsblock wirklich alles. Und um das aus der ersten Halbzeit nochmal aufzugreifen, ich mag das immer nicht, wenn man sich über kleine Auswärtsblöcke lustig macht. Ich freue mich eher über jeden, der seinen Verein auch in der Regionalliga auch auswärts supportet. Ich finde das immer schön und positiv erwähnenswert.
Und so auch heute der Support der Aalener, die da wirklich alles abreißen, was geht, hat eine Choreo vorm Spiel. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, geiler Support, insbesondere von der Waldemar-Klein-Tribüne heute. Auch in einer Phase, wo es nicht leicht war für den OFC, als man 0-1 hinten lag, hat man die Jungs unten auf dem Platz weiter super gepusht. Genau das haben sie gebraucht, haben es dann geschafft, auf dem Platz schnell die Antwort zu geben. Und jetzt sieht das wirklich sehr gut aus. Der OFC, wie gesagt, nach dem Platzverweis von Just. Ein Mann mehr auf dem Platz und 3-1 liegt man in Führung nach zwei Toren von Lemmer und einem von Demir Šarić. Der jetzt schon wieder unterwegs ist. Šarić an der Strafraumkante, zieht er in die Mitte rein und verrutscht den Ball ein bisschen. Es sind aktuell wirklich ja, Wasserspiele da unten auf dem Platz. Es schüttet in Kübeln da unten auf dem Rasen. Und dementsprechend schwierig ist es da auch gerade zu bespielen. Das macht sich jetzt, spätestens jetzt, auf dem Platz damit bemerkbar. Aber der OFC, er versucht die Überzahl auszuspielen. Jopek, zentrale Position am ersten vorbei. Doppelpassversuch und dann bleibt er da hängen am Gegenspieler. Sascha Korb jetzt im Umschaltspiel. Garcia hat aber gut gebissen und Breitenbach ganz, ganz stark da dazwischen gegangen. Jakob Lemmer hat da jetzt auf Derflinger gespielt, zentrale Position. Derflinger jetzt links raus auf Semir Šarić. Der hat da ein bisschen Platz, einen Gegenspieler jetzt vor sich. Šarić in die Tiefe gespielt. Eigentlich schöne Idee, der Steckpass Richtung Derflinger. Durch zwei Mann durch sollte der gehen. Aber der zweite, der hat noch das Füßchen dazwischen bekommen. Ballbesitz Aalen. Ballbesitz Aalen und Sascha Korb legt den Ball erstmal zurück zu seinem Torwart. Mit dem weiten Ball jetzt in die Spitze. Ja, aber da ist wieder Jopek. Der ist überall und jetzt spielen sie es eigentlich auch gut aus, die Überzahl. Jetzt fehlt nur noch das Tor. Schöner Pass auf die linke Seite von Garcia. Etwas zu steil leider für Lukas Hermes. Den kann aber behaupten. Und Šarić kommt links hinten und hilft ihm da. Kriegt jetzt auch den Ball. Semir Šarić jetzt. Ja, legt den aber erstmal zurück zu Ronny Marcos. Und der OFC spielt sich die Pille hin und her. Lässt den Ball zirkulieren in den eigenen Reihen mit Garcia, mit Breitenbach, der für mich einer der Besten heute auf dem Platz ist. Und ja, und Julian Albrecht wird heute endlich auch mal eine Chance kriegen, auf dem Platz sein Können zu beweisen. Da freue ich mich gleich drauf, auf diesen Wechsel. Aber erstmal OFC weiterhin im Ballbesitz, mit Derflinger in die Mitte gespielt. Immer noch Derflinger jetzt rechts raus zu Vincent Moreno. Hat ein bisschen Platz für eine Flanke, die kommt gut in den Rückraum. Derflinger mit dem Volley abgefälscht. Schade. Und dann ist es doch leichte Beute für den Keeper im Tor, für Michel Witte. Oh, kann jetzt die Kugel aufnehmen aus der Luft. Und dann werden gleich also Jakob Zitzelsberger und Julian Albrecht eingewechselt. Wir haben es hier gleich eben schon eingeblendet gesehen. Jakob Lemmer wird jetzt hier nochmal gezwungen für einen tiefen Lauf. Super Defensivarbeit von Lemmer. Und dann geht der Ball ins Aus und es gibt Einwurf für den VfR Aalen. Und Chance für uns zu wechseln. Bin gespannt, wer rausgeht. Ich kann mir vorstellen, dass Julian Albrecht für Jopek kommt. Aber erstmal sehen wir, dass Zitzelsberger für Semir Šarić kommt. Torschütze zum 3-1. Vielleicht können wir das Tor gerade nochmal einblenden. Das Tor zum 3-1. Und das habe ich mir schon gedacht, dass auch Christian Derflinger vom Platz gehen wird. Für ihn kommt also Julian Albrecht und hier haben wir nochmal das Tor von Šarić aus der Drehung ins kurze Eck eingeschweißt. So, und so ist der Doppelwechsel komplettiert. Julian Albrecht und Jakob Zitzelsberger reihen sich ein auf dem Spielfeld. Ja, Pflichtspieldebüt für Julian Albrecht, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch mir das im Kopf gemerkt habe. Viel Glück dir. Das ist ein Spieler, auf den ich extrem gespannt bin, weil es so ein ganz dynamischer Achter ist, der viele Tiefenläufe anbietet. Zumindest ist das das, was man in der Saisonvorbereitung von ihm sehen konnte. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aalen, langer Ball nach vorne. Zielinski gewinnt da erstmal das Kopfballduell. Und es ist einmal mehr Breitenbach, der das dann super regelt. Jetzt auf den Rechtsverteidiger, auf Moreno gespielt. Der weiterleitet auf Lemmer, der wollte abklatschen. Der wollte klatschen lassen für Moreno. Hat das Füßchen nicht richtig justiert gehabt. Und so ist es dann wieder. Ballbesitz VfR Aalen. Also, linker Flügelverteidiger Jakob Zitzelsberger. Da hat er mir schon überraschend gut gefallen. Ich glaube, es war gegen Hoffenheim, wo er auf der Position eingewechselt wurde. Kann mir vorstellen, dass er mit seiner enormen Physis da auch eine ganz eigene Note in das Spiel reinbringt. Das kann auch Spaß machen. Erster Zweikampf jetzt für Julian Albrecht. Stellt er erstmal den Gegenspieler, die Aalener spielen es dann aber erstmal ganz zurück auf die, ja, ganz neu formierte Innenverteidigung. Also, Bakci und Schaub. Also wenn du zwei Innenverteidiger wechseln musst, das ist halt wahnsinnig bitter. Das möchtest du auf gar keinen Fall. Und ja. Mal gucken, ob es schon... Ja, es ist ein bisschen fatal, das sozusagen, aber der Genickbruch für die Aalener war. Im übertragenen Sinne natürlich nur. Und ja,
Die Aalener, sie bleiben unverdrossen in ihrem Support und in den Versuchen, hier nochmal ranzukommen. Sascha Kopp, viel am Ball in der Mittelfeldzentrale, jetzt links raus, gespielt auf Heckmann, aber der Ball war zu weit vom Sascha. Und ja, ich schau mal, ob wir den vielleicht nachher sogar noch im Interview verhaften können, eventuell. Ich weiß aber nicht, ob er nach dem Spiel Lust haben wird, jetzt großartig zu quatschen, denn das ist ein ganz, ganz frustrierendes Spiel für ihn und seine Mannschaft. Aber umso schöner das Spiel für uns. Eben, umso schöner für uns. Und deswegen werden auch unsere Spieler natürlich frohlocken, wenn sie dich dann beim Interview begrüßen. Beziehungsweise wenn du sie beim Interview begrüßt. Hoffentlich geht das jetzt auch hier mit einem Sieg zu Ende. Ronny Marcos in die Mitte zu Julian Albrecht. Der sieht, dass Rafa Garcia da startet. Hat einen schönen Pass rausgeholt, aber leider passt da auch die Verteidigung gut auf. Der Aalner zurückgespielt zum Torwart und der macht einen Querschläger in Richtung Block 3 und Block 2. Aber er kommt nicht ganz an. Landet aber dennoch im Seitenaus. Gibt den Einwurf für den UFC. Jakob Zitzelsberger holt sich die Kugel und legt die zurück zu Björn Jopek. Der geht ein paar Meter, spielt den Ball zurück zu Sebastian Jedinecki. Der Regen hat schon wieder aufgehört. Jetzt also nochmal einen guten gesprengten Schürdiagonalball auf Vincent Moreno auf der rechten Seite. Ja, Ballannahme ist gut. Jetzt gegen zwei. Abpraller landet bei Julian Albrecht mit der scharfen Flanke und geht zum nächsten Eckball für den UFC. Ich glaube, es ist sogar der 12. Eckball. Ich schaue gleich mal drauf auf unsere Tafel. Dann werden wir sehen. Nächste Chance, also durch den Standard hier gefährlich zu werden. Eckball, der Standard präsentiert von Apedi Protect. Alle Sachen, Hautpflege, Gesichtscreme, Sonnenschutz natürlich auch, unser starker, auch mittlerweile Trikotsponsor, Paddy Protect. Und es ist die 11. Ecke für den UFC. Die Kugel schnappt sich unser Mann mit der Nummer 7, Rafa Garcia. Also, Rafa Garcia leitet jetzt mit diesem Eckball die Kickers-Viertelstunde ein. Kommt rein, dieser Eckball auf den kurzen Pfosten, verlängert auf den langen Pfosten, Zitzelsberger! Aber Zitzelsberger schließt dann etwas zu hektisch vielleicht ab am zweiten Pfosten, trifft ihn nicht voll und senzt ihn dann erstmal ein, zwei Meter über den Kasten. Aber gute Situation für den UFC. Dass der Blondschopf ja auch offensiv sehr gefährlich ist, das hat er ja unter anderem gegen Düsseldorf im DFB-Pokal bewiesen, als er den 1:2-Anschlusstreffer höchst selbst eingeleitet hat mit dem richtigen Sturmlauf, Kopfball dann an die Latte gesetzt und dann war es Jakob Lemmer im Nachschuss. Und auch hier gewinnt er erstmal super das Kopfballduell. Das ist halt ein brutal physischer Spieler, der Jakob Zitzelsberger. Wenn der wieder richtig in Lauf kommt bei uns, dann haben wir da ganz, ganz viel Spaß mit dem. Aber da sind natürlich auch andere Leute, die es heute in der Innenverteidigung nach anfänglichen Schwierigkeiten richtig stark gemacht haben. Also die Kette, spätestens ab der 20. Minute hat sie mir richtig, richtig gut gefallen. Offizielle Zuschauerzahl präsentiert im Stadion vom Rewe Güler. 5.244 Zuschauer. Auch nochmal im Bild eingefangen. Danke an die Bildregie und unsere Kameramänner und Frauen. Jason Kalivas unten an der Grasnarbe, oben in der Totalen Wolfgang Salfer und an den Close-Ups hier auf der Pressetribüne bei uns. Das ist die Laura Schäfer, die das heute zum ersten Mal macht und da einen guten Job macht. Und Thomas Kempf an der Bildregie, Tim Bossart am Stream und Mario Schnelker hier neben mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch jetzt gerade schon mal sehr herzlich beim Team. Die Gelegenheit wollte ich kurz nutzen, jetzt wo die Aalner wieder in die Offensive gehen, aber der UFC super, dass ich den Ball da zurückgeklaut und immer wieder Jakob Lemmer, der da auftritt und seine Läufe startet. Jakob Lemmer, Ball jetzt versucht in die Spitze zu spielen auf seinen Sturmkollegen Hermes. War ihm aber nicht vergönnt, dem Hermes da die Kugel zu bekommen. Es bahnt sich der nächste Wechsel an. Die Fernsehzuschauer uns sehen, haben es gerade schon im Bild gesehen. Philipp Hosina wird kommen. Philipp Hosina, und ich glaube, er wird für Jakob Lemmer kommen, der sich hier aufgerieben hat und wahrscheinlich ein bisschen müde auch gelaufen ist jetzt. Aber erstmal geht der Ball über die Seitenlinie und das gibt uns jetzt also die Zeit für diesen Spielerwechsel. Jakob Lemmer, der Doppeltorschütze des heutigen Spiels. Er hat die Wende eingeleitet und er hat die Wende geschafft mit dem 1:1 und dem 2:1. Standing Ovations jetzt hier völlig zu Recht für Jakob Lemmer. Also das ist wirklich Gänsehaut-Feeling hier. Standing Ovations für Jakob Lemmer. Und aufs Feld kommt Philipp Hosina. Also ein absolut positionsgetreuer Wechsel. Wo geht es eigentlich weiter? Ja, hinten ist ja ein Einwurf für den UFC. Jakob Zitzelsberger steht bereit. 5 Meter ungefähr vor der Mittellinie. Vielen Dank, dass ihr es hier einfangt. Da ist er. Und es gibt nochmal die Jakob-Lemmer-Rufe von der Waldemar-Klein-Tribüne. Also das hört er natürlich gern. Unser Publikumsliebling hier.
Jakob Lemmer. Und auch VfR Aalen hat gewechselt. Kundru Weid ist aufs Feld gekommen für Abruscha, der also vom Platz gegangen ist. Und Philipp Hosina mit dem ersten Einsatz jetzt hier, setzt gut nach. Naja, weiß ich nicht, ob das ein Freistoß ist, mal wieder. Aber es ist gepfiffen worden, deswegen gibt es jetzt hier diesen Standard für VfR Aalen. Zurückgespielt erstmal in die Verteidigungskette und Hosina wirkt wirklich spritzig. Der hat Bock, jetzt hier nochmal alles zu geben, diesen letzten 12, 13 Minuten dieses Spiels. Der weiß jetzt auch, der hat 12 Minuten, sich hier nochmal zu zeigen, dem Alexander Schmidt im nächsten Spiel die Entscheidung so schwer zu machen, wie es irgendwie geht. Ob er an Jakob Lemmer vorbeikommt nach dem Spiel heute, ist fraglich. Also das wird schwierig werden, aber für den zweiten Platz im Sturm, da möchte er sich natürlich empfehlen, möchte er es dem Alexander Schmidt so schwer wie möglich machen. Und schauen wir mal. Die viel zitierte Qual der Wahl. Jetzt aber erstmal Konterchance für den OFC. Björn Jopek spielt den Ball rechts, links raus zu Lukas Hermes. Lukas Hermes mit dem Ball auf dem Fuß. Nochmal zu Jopek. Den Pass hat er gar nicht erwartet. Geht ihn dann direkt auf den Schlappen und von dort in die Arme von Michel Witte. Also, diese Chance konnten wir nicht zu Ende bringen. Schade, schade, das wäre es gewesen hier. Der Deckel, der absolute Deckel drauf. Julian Albrecht stattdessen nochmal. Zusammen mit Philipp Hosina auf der rechten Seite. Jetzt der Ball in die Spitze zu Julian Albrecht und wieder geht die Fahne hoch. Wieder mal ist es eine Abseitsposition. Schade. Also, Großchance eben nochmal, dieser Konter vom OFC. Ja. Dann nutze ich nochmal kurz die Gelegenheit und möchte auf ein Video aufmerksam machen, was gerade so ein bisschen durch die sozialen Medien geht. Für alle diejenigen, die vielleicht nicht so heimisch sind auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook oder sonst was. Erstmal toller Ballgewinn vom OFC, Jakob Zitzelsberger. Ball ist dann aber im Seitenhaus. Okay, gut. Dann und dann gibt es Einwurf für Aalen, Unverständnis auf der Waldemar-Kleintribüne. Aber gebt doch einfach mal auf YouTube Kickers Offenbach, wir kommen wieder ein. Hochgeladen auf dem Kanal vom OFC Marzinho. Aber der Instagram-Kanal, gib mal Fuffi heißt der, der hat ein sau schönes Video hochgeladen. Und Marius, ich weiß nicht, ob du irgendwas dazu weißt. Ich habe zumindest über Instagram so ein bisschen gehört, dass auch die Mannschaft dieses Video gesehen hat und die das richtig geil fand. So ist es. Einige haben das auch geteilt in den sozialen Netzwerken von unseren Spielern. Man konnte es zum Beispiel bei Mike Vetter im Storyfeed sehen. Ich glaube, Rafa Garcia hat das zum Beispiel auch gepostet. Einige waren da dabei. Das gibt wirklich Gänsehaut mal wieder. Also wirklich tolle Produktion. Lohnt sich, die anzugucken. Jetzt erstmal Maximilian Engel mit dem Ball nach vorne. Der landet bei Rafa Garcia. Kann ihn nicht ganz verarbeiten. Jetzt holt er sich aber zurück. Zusammen mit Philipp Hosina. Hosina legt ihn nochmal zurück zu Julian Albrecht, der links raus zu Zitzelsberger, der ist ihm ein bisschen zu weit geraten. Ja, das hätte man auch anders ausspielen können, eventuell direkt in die Spitze auf die rechte Seite zu Rafa Garcia, aber der Ball landet somit im Seitenaus und es gibt Einwurf für VfR Aalen, den spielen sie zurück zu ihrem eigenen Keeper, zu Michel Witte, links raus jetzt auf ihren Innenverteidiger Philipp Hosina, hier erste Station, langer Ball und da ist Breitenbach wieder mal mit einem super Kopfball-Duell, das er gewonnen hat. Björn Jopek, jetzt kommt ein Hintermann und Julian Albrecht macht es auch nochmal cool, legt den Ball zurück in die Verteidigung und so hat der OFC hier weiterhin das Spiel gut im Griff, in Überzahl seit der 55. Spielminute. Kurz nach dem Tor von Semir Saric. Ball zurückgespielt jetzt zu Max Engel. Legt sich den Ball nochmal zurecht. Jetzt der weite Ball nach vorne. Findet da, ja, wollte den Kopf von Julian Albrecht finden, aber da kommt Sascha Korb nochmal, gewinnt dieses Duell. Und jetzt ist es Vincent Moreno mit weiten, großen Schritten. Holt sich die Kugel zurück und es gibt Einwurf für den OFC. Der hat wirklich gute Aktionen seit seiner Einwechslung. Vincent Moreno, freut mich wirklich für ihn. Einwurf jetzt zu Ronny Marcos, wird angelaufen von Müller, Achtung, muss er zusammen mit Max Engel machen, nimmt den Ball nochmal an, gibt Sicherheit, legt sich den Ball auf den rechten Fuß, dann zu Jason Breitenbach und der in die Spitze bzw. in die Mitte zu Jürgen Albrecht, legt ihn nochmal ab zu Björn Jopek, ihm nimmt er den Ball ab, Achtung, Sascha Korb auf in der zweiten Reihe, gut dazwischen gegangen von Rafa Garcia, der arbeitet defensiv auch so gut mit, Rafa, heute in diesem Spiel. Es gibt Einwurf für den VfR Aalen auf Höhe unseres 16ers. Achtung, Alarm, Glocken an, schön wegverteidigen jetzt hier diesen Einwurf. Ja, Aalen weiter in den Ballbesitz. Achtung, immer noch Aalen, legt sich den Ball etwas zu weit vor und dann ist es Breitenbach, der erstmal den Ball aus der gröbsten Gefahrenzone rausschlagen kann.
Aber die Aalner holen sich den Ball schon wieder zurück. Weiter Pass in die Spitze auf den Kopf von Sebastian Zieliński. Keine Gefahr in diesem Sinne. Ja, schön von Philipp Hosiner dann zu Lukas Hermes. Hat er das Auge. Wieder zu Hosiner. Und dann gibt es den Pressschlag und Hosiner holt sich den Ball zurück. Immer noch Hosiner. Halbe rechte Position. Legt den Ball nochmal in die Mitte zu Julian Albrecht. Komm Julian, leg einfach mal drauf. Nein, den legt ihn nochmal links raus zu Rafa Garcia. Hat den Ball auf dem rechten Fuß. Schießt, aber gut dazwischen gegrätscht. Abeinander bei Jopek. Situation noch nicht ganz bereinigt. Aber jetzt schlagen sie den Ball da raus aus der Gefahrenzone. Ja, die Chancenverwertung in diesen letzten Minuten nicht optimal, aber die Gegenverteidigung, die ist so gut. OFC holt sich den Ball schon wieder zurück mit Julian Albrecht. Rechts rausgelegt, gute Übersicht dazu. Vincent Moreno, immer noch Moreno im 1 gegen 1. Jetzt wird er abgegrätscht, aber ja, wird das Foul nicht geahndet. Sascha Korb weiß nicht ganz wohin mit dem Ball am Fuß. Jetzt spielt er einen links raus und er legt den Ball zurück. Und da gibt es mal eine Ansage von Sascha Korb zu seinen Mannschaftskameraden. Spiel Fußball, Junge, biete dich an. Aber die Aalner weiter in den Ballbesitz. Ja, Sascha Korb, seines Zeichens Kapitän der Aalner. Der muss dann auch mal Ansagen machen. Ja, es ist ein bisschen trügerisch. Mit 2 Toren führt der OFC und so wie das Spiel aussieht, es wirkt ein bisschen entschieden. Aber eine Bude und das Ding ist wieder ganz, ganz heiß. Und dann geht der Kopf wieder, fängt der Kopf wieder an zu arbeiten. Ganz klarer Fall, deswegen muss der OFC konzentriert bleiben. Das tut er auch. Super Antritt jetzt von Jason Breitenbach aus der eigenen Hälfte raus. Am dritten Gegenspieler schon vorbei, Jason Breitenbach. Jetzt marschiert er schon Richtung Strafraum und dann möchte er links raus spielen auf Rosina. Ball kommt nicht an, aber zweite Kugel landet bei Albrecht. Super Chipball auf Hermes, der auf der Abseitskante gelauert hat. Verdammt nochmal, Herr Linienrichter. Sie können doch nicht immer uns alle Aktionen wegwinken. Meine Güte. Güte, gönnen Sie uns doch auch mal was. Oi. Hermes sieht also noch mal den gelben Karton. Dafür, dass er, nachdem die Aktion abgepfiffen war, noch den Abschluss gesetzt hat. Ach, meine Güte. Linienrichter, sei einmal nett, Linienrichter, sei einmal nett. Man muss doch auch gönnen können. Das war doch so ein schöner Pass, den kannst du doch nicht wegwinken jetzt. Meine Güte. Also der OFC im 5-3-2. Wartet jetzt darauf, was die Aalner noch anbieten in den letzten 5 Minuten plus X. Ein paar Minütchen Nachspielzeit wird es geben, aber ja, Verletzungen und rote Karte bei Aalen, also 3-4 Minuten. Aber der OFC kommt. Linke Seite, Hosina, Flanke in die Mitte, rein auf Zitzelsberger, super Kopfball drüber. Wunderschöner Angriff. Zitzelsberger leitet es selbst ein, spielt links raus auf Hosina. Mustergültig flankt er zurück in den Strafraum. Das hast du schon am Lauf von Zitzelsberger gesehen. Da gibt es gar keine Diskussion, wer da das Kopfballduell gewinnt. Es ist Jakob Zitzelsberger. Und dann streicht der Kopfball knapp übers Tor von Michael Witte um ein Haar das 4-1. Also ich muss es sagen, mir hat das Spiel heute viel Spaß gemacht. Viele tolle Offensivaktionen. 1-2 Tore mehr. Natürlich hätten uns sehr gefreut. Sie wären alle mal möglich gewesen, ob der vielen Chancen. Trotzdem, Aalen keinesfalls Landkundschaft. Die sind relativ gut in die Saison gestartet. Die haben 3-0 gegen Kassel gewonnen zuletzt. Das ist eine ganz unangenehme Mannschaft, die erstmal 3-0 so wegzuhauen. Da bin ich froh, wenn uns das irgendwann gelingt. Und die kommen hier an Biberer Berg mit der Mission, uns richtig zu nerven. Und wir gehen 0-1 in Rückstand und schaffen es dann, so eine Antwort zu geben. Das ist wirklich erfreulich. Das ist wirklich eine Leistung, die mich sehr, sehr glücklich heute nach Hause gehen lassen wird, wenn es denn so bleibt. Es sieht danach aus. 4 Minuten plus X. Ich schätze mal so 3-4 Minuten drüber wird er drauf wird er geben. Hermes gegen 2 Mann an Sascha Korb bleibt er dann hängen. Und so der Konter im Keim erstickt. Die Aalner, sie kommen nochmal mit Majella. Dem neuen Mann über linke Außenbahn. Breitenbach, jetzt verliert er mal einen Zweikampf. Und jetzt geht er Richtung Grundlinie. Flanke segelt hinein in den Strafraum. Erstmal rausgeklärt. Aalen bleibt am Drücker. Spielt da nochmal rum in den Strafraum. Das ist der Mann mit der Nummer 27, der den Unmut der Zuschauer auf sich gezogen hat. Volz ist das. Genau, ja, der hat jetzt hier wirklich die Pfiffe immer vorprogrammiert. Wird wohl eine Situation gewesen sein, wo er die Fans provoziert hat. Aber jetzt erstmal ist es der OFC, der sich die Kugel zurückholt. Und wie immer ist es Jopek im Zentrum, der diesen Anfang, diesen Angriff hier einleitet. Immer noch Jopek. Jetzt der Chip-Pass auf die linke Seite. Schön zu Philipp Hosiner. Philipp Hosiner, was macht er damit? Hosiner legt sich den Ball auf rechts. Jetzt nochmal die Seitenverlagerung auf die rechte Seite. Super Pass zu Vincent Moreno. Ja, die Brustannahme springt ihm zu weit weg. Und jetzt gibt es ein bisschen Platz. Achtung für die Aalner. Aber es ist Rafa Garcia in der... Ja, Gegenverteidigung. Und Aalen holt sich den Ball leider wieder zurück auf der rechten Seite, schiebt ihn nochmal in die Mitte. OFC kann sich erstmal wieder sortieren und Zitzelsberger kann auch wieder zurück auf seine Position des Linksverteidigers. Aalen weiß nicht ganz wohin und spielt den Ball zurück zu Volz. Wieder sind es die Pfiffe von der Waldemar Kleintribüne. Und dann suchen sie Sascha Korb, aber auch seine Abtropfer
Ja, landet nicht wieder beim Mitspieler, geht bis zum Torwart zurück. Und somit verstreichen hier wichtige Sekunden für den OFC, der hier weiterhin mit 3:1 führt durch Tore von Jakob Lemmer und Semir Šarić. Achtung, jetzt kommt nochmal der VfR Aalen übers Zentrum. Jetzt links rausgelegt. Achtung, Vincent Moreno geht dazwischen. Flanke kommt gut rein auf den zweiten Pfosten, aber da ist Sitzelsberger. Und dann ist es auch Max Engel, der den Ball sich noch holt vor der Grundlinie. Jetzt noch ein bisschen wartet. Immer noch wartet, bis ein Gegenspieler kommt und ihn dann in die Arme nimmt. Also da auch nochmal wichtige Sekunden. Wir sind jetzt schon in der 89. Spielminute. Spielaufbau, OFC, Jopek einmal mehr, der den Ball da gut sichert. Das war eine Augenweide, dem heute beim Fußballspielen zuzugucken, dem Björn Jopek. Aber das war bei ganz vielen so generell unsere Mittelfeldzentrale. Garcia, Jopek, Derflinger, das hat spielerisch sau viel Spaß gemacht. Und da ist Garcia wieder unterwegs, jetzt kann er den Ball nicht behaupten. Und immer wenn es gepfiffen wird, dann ist Volz am Ball. Posin hat den Ball da jetzt erobert. Der macht auch wirklich Betrieb seit seiner Einwechslung. Also klar, das muss der Trainer dann auch immer mal selbst beurteilen, aber ich würde sagen, die Minuten, die der Hosina bekommt, die nutzt er, um Argumente für sich zu sammeln. So ist es auf jeden Fall, also macht wirklich Betrieb da vorne, schmeißt sich überall rein, ist sich, finde ich, zu schade. Ball zurückgespielt zu Ronny Markus jetzt, der zu Sebastian Zieniecki, und wir leiten jetzt die letzte offizielle Spielminute ein. Breitenbach zurück zu Zieniecki. Und der wieder, naja, doch nicht zu Ronny Markus, der zu Rafa Garcia, der holt sich jetzt mal den Ball ab. Zurück zu Zieniecki, der zu Jason Breitenbach. Jetzt gehen sie langsam drauf, die Aalener. Deswegen legt ihn Jason Breitenbach nochmal zurück zu Zieniecki. Und jetzt könnte man nach vorne geschlagen werden. Aber nein, sie wählen die Option mit Ronny Markos. Und Jakob Zitzelsberger dreht sich einmal um sich selbst. Ja, wird ein bisschen gezogen, reicht dem Schiedsrichter aber nicht für einen Freistoßpfiff. Ich glaube, es war sogar wieder Volz mit dem Foul. Natürlich, ja. Es wird ja auch gepfiffen. Es muss Volz sein. So ist es, ey. Und der Ball geht zurück zu Volz, da hört man es wieder. Der wird auch froh sein, wenn er den Abschlusspfiff hört. Den Abpfiff besser gesagt. So, dann geht der Ball nach vorne und Zieniecki ist wieder da und klärt die Kugel erstmal raus zu Hermes. Kopfballverlängerung zu Julian Albrecht. Ja, gut dazwischen gegangen von den Aalen. Ne? Und dann ist es Vincent Moreno, der die Kugel im Spiel hält. Julian Albrecht jetzt im 1 gegen 1 und dann wird das Foul gepfiffen. Und es gibt Freistoß für den OFC nochmal. Das ist alles gute Zeit für uns. Und der Schiedsrichter hat genug gesehen. Der OFC gewinnt mit 3:1 dieses Spiel. Wir schauen nochmal in die Tore rein. Nickt da die Bildregie nickt. Also Marius Schnelker verabschiedet sich schon mal. Das heißt, wir gucken noch einmal schnell in die Tore rein. So es denn geht. Jawohl, also 0:1, früher Nackenschlag. Jean Seitz in der 6. Minute für VfR Aalen. Da haben wir schon die ganz langen Gesichter gehabt, aber der UFC hat es geschafft, da schnell drauf zu reagieren. Kopfball von Jopek auf Lemmer im Strafraum, um die eigene Achse gedreht. Reingerumst das Ding. Dann ging es über links in den Rückraum gespielt. Garcia, butterweiche Flanke. Jakob Lemmer zum zweiten. Und damit war das Spiel vor der Pause gedreht. Und dann nach Wiederanpfiff schnell in den vermeintlichen Aalener Sturmlauf herein. Wieder ein Kopfball von Jopek, den sich Šarić einsammelt und zum 3:1 über die Linie drückt. Am Mikrofon verabschieden sich Marius Schnelker und Kaspar Lauk. Ciao, Leute, feiert schön.